Es ist Donnerstag, der 3. Januar 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle dran. Mein Name ist Volker Reusing. All unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr. Dies ist unsere erste Sendung in der neuen Zeitrechnung auch des Maya-Kalenders. Heute haben wir drei verschiedene Themen. Die ersten beiden Teile der Sendung behandeln sind Live-Interviews mit Freeman von Alles Schall und Rauch. Es geht zuerst um seine Reise in den Iran. Danach geht es um seine Reise ins Ruhrgebiet. Und als dritten Teil kommt eine Aufzeichnung von einem Interview mit dem Generalsekretär von Caritas Europa zur Lage in Spanien. Herzlich willkommen. Ja, erst einmal schönen guten Abend, Freeman. Ja, danke, dass ich hier bei euch sein kann und hallo und ein gutes Neues an alle Zuhörer. Ja, du bist einer der Pioniere der alternativen Internetmedien aus der Schweiz. Und letztes Jahr hat sich eine Reportage im September in den Iran geführt. Wo bist du überall gewesen? Ja, also ich war 10 Tage dort, also es war nicht sehr lang. Ich verbrachte die Hälfte der Zeit in Teheran, machte aber auch einen Ausflug nach Isfahan, denn das ist so ein Must-See wegen der ganzen Kultur dort. Und ich machte auch eine Wochenendreise ans Kaspische Meer. Das ist so die Touristengegend und wo sich die Iraner ihren Spaß haben und sie und Urlaub verbringen. Welche Kulturstätten sind denn besonders sehenswert in Isfahan? Ich glaube, da ist auch ein alter Palast dort, Kaiserpalast. Ja, also wie gesagt, Isfahan hat viele verschiedene kulturelle Bauten. Also es gibt alte Paläste, denn es war ja mal die Hauptstadt von Persien, wie es damals hieß. Und es gibt auch sehr schöne alte Moscheen, Basar und Schreine und also verschiedene Sachen. Man darf ja nicht vergessen, dass der Iran eine sehr alte Geschichte hat, die mindestens 4000 Jahre alt ist. Und Isfahan ist halt einer dieser Städte, die man besuchen sollte. Es gibt natürlich viele andere noch, aber in der Kürze der Zeit konnte ich nicht alles machen. Aber wie gesagt, ich habe vor, auch wieder hinzugehen und dann kann man ja die anderen Sachen noch sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass man viele Wochen dort verbringen kann, wenn man alles sehen will, weil das Land ist ja sehr groß. Die Bilder, die du gemacht hast vom Kaspischen Meer, es sieht alles feriemäßig relativ locker aus. Die Leute natürlich, die Frauen etwas islamischer gekleidet. Das hat mich selber überrascht. Also der Iran ist ja eigentlich auf der einen Seite ein sehr trockenes Land und Teheran liegt ja wenn man so will, in einer Wüste. Aber wenn man dann über die Gebirgskette fährt, die also Teheran vom Kaspischen Meer trennt und auf der anderen Seite ankommt, dann ist das ein subtropisches Klima dort und Vegetation, also alles sehr grün und feucht. Und das Kaspische Meer ist ja der größte See der Welt und entlang der Küste, das kann man sich vorstellen, das ist so ähnlich wie Antalya. Also es gibt sehr viele Hotels und Freizeitparks und all so Sachen. Restaurants am Meer, wo also die Leute aus Teheran dann in die Ferien gehen. Denn das ist ungefähr 2,5 Stunden mit dem Auto über die Berge. Jetzt bist du ja letztes Jahr dort gewesen, als schon viele Sanktionen gegen den Iran verhängt gewesen sind. Welche Folgen der Sanktionen hast du dort im Iran mitbekommen? Also ich habe extra mir Sachen zeigen lassen, die von den Sanktionen betroffen sind. Also
Ich habe mir ein Veteranen, Hospiz angeguckt, wo also die Kriegsveteranen vom Achtjährigen Krieg, den der Irak gegen den Iran geführt hat, behandelt werden. Es handelt sich hauptsächlich um querschnittsgelähmte ehemalige Soldaten oder welche, die sehr unter den chemischen Waffen, die das Saddam Hussein eingesetzt hat, gelitten haben. Und dann hat mir der leitende Arzt gezeigt, dass gewisse banale medizinische Sachen also nicht mehr geliefert werden vom Westen. Nicht? Also zum Beispiel wie Katheter oder so, da ja die querschnittsgelähmten Menschen ihr Wasserlassen nicht kontrollieren können, brauchen sie ja diese ganzen Verhüterli, kann man ja sagen, die dann über den Penis gesteckt werden, damit der Urin abläuft und das alles irgendwie da eingefangen wird. Das kriegen sie alles nicht mehr. Sie kriegen auch keine, wie nennt man das, Wheelchair. Rollstühle. Rollstühle zum Beispiel, ja, und so Sachen. Also nichts irgendwie, wo man sagen würde, wow, da könnte man ja eine Waffe draus bauen. Das ist natürlich lächerlich. Sondern das sind einfach normale Sachen, die sie immer bisher bekommen haben und jetzt auf einmal nicht mehr. Und das Zweite, was ich mir angeguckt habe, war ein Kinderspital, das auf Freiwilligenbasis läuft. Also da steht ein Verein dahinter. Da werden 4000 krebskranke Kinder behandelt. Das ist das größte Kinderkrebszentrum da im ganzen Mittleren Osten. Denn es ist so, durch diese ganzen Kriege, die NATO in Afghanistan auf der einen Seite und im Irak auf der anderen Seite führt, wird natürlich diese ganze Uranmunition, die da verschossen wird, die bewirkt sich unheimlich schlimm auf die Bevölkerung aus. Und verursacht dann bei den Kindern, die 2, 3 Jahre alt sind, schon unglaubliche Krebsformen, ja. Und die werden dort in diesem Spital behandelt. Und auch da bekommt das Spital nicht mehr die Medizin, um die Kinder zu behandeln. So, wenn man jetzt nachhakt, woran das liegt, dann hört man hier im Westen, ja, einerseits, wir sind eine amerikanische Firma und deswegen müssen wir uns an die amerikanischen Gesetze halten. Also das ist die eine Ausrede, die man mir gesagt hat, obwohl die Firma hier in der Schweiz oder in Deutschland ist. Aber sie fügen sich den amerikanischen Boykottgesetzen. Das Zweite ist, dass man sagt, ja, wir würden gerne liefern, aber die können nichts zahlen. Und die Iraner sagen wiederum, wir können zahlen, nur wir dürfen nicht. Das Ganze hat damit zu tun, dass der Iran vom SWIFT-Zahlungssystem abgeschnitten wurde. Und das heißt, sie können keine Geldtransfers machen, sie können keine Überweisung machen, um die medizinischen Produkte zu bezahlen. Und das kommt aber dann aufs Gleiche raus, ne? Sie kriegen dann nichts. Können die Iraner nicht woanders kaufen als im Westen? Ja, das tun sie auch. Es wird sehr viel in Indien gekauft oder über Umwege, über Drittländer, zum Beispiel über Kuwait oder Bahrain oder so. Aber sie beziehen auch viel aus Indien und China und Russland, ne? Also im Prinzip schneidet sich der Westen ja ins eigene Fleisch, wenn man so will. Obwohl es gibt natürlich gewisse Sachen, gerade in der Krebstherapie, die halt vom Westen nur kommen und das fehlt dann schon. Das heißt also, es ist ganz klar, dass die Leute, die im Westen diese Boykotte aussprechen und befürworten, ich sag's mal ganz hart, Kinder töten, nicht? Weil die sterben dann. Und das habe ich gesehen. Und das ist natürlich fürchterlich, weil das widerspricht ganz klar der UNO-Charta, denn Medizin darf nicht unter einem Boykott stehen. Ja, der
Menschenrechte der UNO, die gehören ja auch zu den Zielen, warum die UNO gegründet worden ist. Genauso wie der Frieden und die Völkerverständigung. Und es gibt auch einen allgemeinen Kommentar Nummer 8 zum UNO-Sozialpakt. Und da darf es den Staaten nicht unmöglich gemacht werden, ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen durch solche Boykottmaßnahmen. Gibt es noch weitere Sanktionen, außer dem, dass der Iran vom SWIFT-System abgetrennt wurde? Ja, natürlich, es gibt viele Sanktionen, nur was halt passiert ist, diese Sanktionen, die gibt es ja schon sehr lange, also die laufen ja schon seit über 30 Jahren, also das geht ja zurück bis in Ende der 70er Jahre, damals, also man kann sagen, seit der Revolution oder seit der Absetzung des Schahs, seitdem boykottiert Amerika speziell, aber auch die ganzen westlichen Lakaien den Iran. Was jetzt dann ist Folgendes passiert. Unter der Schahzeit war der Iran völlig vom Ausland abhängig. Also sie haben 90% von ihren Öleinkünften für die Importe ausgegeben und haben sehr wenig im Land selber produziert. Ja. Und dann durch diese Sanktionen war der Iran gezwungen, so viel wie möglich selbstständig herzustellen. Und das wurde über die Jahre immer mehr. Und mittlerweile ist es so, dass der Iran eigentlich 90% alles, was sie an Industrieprodukten brauchen, selber herstellen. Und interessanterweise dadurch in vielen Bereichen an erster Stelle stehen. Oder ganz oben in den ersten 10 der Industriestaaten. Und das heißt also, die Sanktionen haben eigentlich den Iran gestärkt und gezwungen, so viel wie möglich selber im Land zu produzieren. Ja? Und eigentlich sind wir dadurch benachteiligt, weil wir nichts mehr liefern können. Ja? Und deswegen, die Sanktionen treffen eigentlich einerseits die Schwachen, also in dem Fall die Kinder und Kranken, oder uns selber, weil wir nichts liefern. Und ich glaube, das beste Beispiel ist diese Sanktionsgeschichte, was Peugeot Citroën betrifft. Denn die Firma PSA, also Peugeot Citroën in Frankreich, hat 15% ihres Umsatzes mit dem Iran gemacht. Und wenn man in den Iran geht, dann sieht man überall die Peugeot und Citroën rumfahren. Sie hatten ja auch dort ein Werk. Und seit letztem Jahr haben sie liefern sie nichts mehr. Sie haben also sich selber dort abgeschnitten und verlieren, wie gesagt, 15% ihres Marktes, ihres Umsatzes und müssen in Frankreich Werke schließen und Leute entlassen deswegen. Ich meine, eine völlig idiotische Politik zu unserem Nachteil, diese Sanktionen. Was natürlich jetzt in Iran passiert, ist, dass die Chinesen und die Taiwanesen kommen und sagen, super, dann liefern wir euch die Autos, oder? Also, Haben die Sank blöde kann es ja wirklich nicht gehen, ne? haben die Sanktionen zur Inflation geführt oder haben die Sanktionen noch bei anderen se sensiblen Gütern, außer bei der Medizin, zur Knappheit geführt? Ja, nicht, dass man nichts, was ich sehe. Also wenn, überall, wo ich in den Städten, wo ich war, war ich erstaunt, wie modern und gefüllt die ganzen Supermärkte und die Einkaufsläden und die Einkaufszentren und die Geschäfte sind. Und man findet alle Waren, die wir kennen und sogar Sachen, die wir gar nicht kennen. Und also man findet alles dort. Von den Textilien über Elektronik, alles ist da. Also ich bin sowieso überhaupt erstaunt gewesen, wie modern und technisch sehr, sehr fortgeschritten der Iran ist. Das hat mich sehr erstaunt. Sie haben unglaublich gute Straßen, ein sehr gutes Bahnsystem, S-Bahn. Auch der öffentliche Verkehr ist sehr gut. Jedes Haus, egal bis ins letzte Dorf, hat einen Gas- und Stromanschluss.
Also es wurde sehr viel für die Infrastruktur gemacht, nicht? Speziell auch für die armen Leute, dass jeder also diese Grundversorgung hat, Gas, Strom, Abwasser, all diese Sachen. Denn die iranische Regierung will nicht, dass die zu viele Leute aus vom Land flüchten und in die Städte gehen, sondern dass, die kleineren Städte und Dörfer weiterhin attraktiv sind und dass die Leute dort bleiben. Und deswegen wird sehr viel dort in diese Infrastruktur investiert. Was ist dir bekannt zur sozialen Mindestabsicherung? Gibt es da Hartz IV, gibt es da Sozialhilfe oder Vergleichbares Ja, für Leute, die keinen? es gibt im Iran alles, was wir kennen. Das bürgerliche Gesetzbuch ist ja genau wie sagen wir, basiert ja auf das Britische. Und auch die ganzen Sozialprogramme sind mehr oder weniger wie hier, wie Arbeitslosengeld oder Sozialgeld oder Kindergeld und so Sachen. Es wird ja auch das Benzin subventioniert. Also zum Beispiel jeder, der ein Fahrzeug hat, bekommt so eine, wie so eine Kreditkarte. Das sind pro Monat, Ein Gutschein oder wie ist na, das? so eine Karte, ne? So wie eine Kreditkarte. Und da sind Hallo? Benzin im Wert von 60 Euro drauf, die er dann an der Tankstelle dann tanken kann. Und wenn er mehr braucht, dann wird das, also das ist dann subventioniertes Benzin, das kostet ungefähr 11 Cent der Liter oder 13 Cent der Liter. Und wenn er darüber hinaus mehr braucht, dann ist das der Normalpreis und der beläuft sich so um die 28 Cent der Liter. Also das Benzin ist direkt billig dort. Überhaupt habe ich gemerkt, sind die Preise sehr günstig. Also von uns aus gesehen sehr günstig. Also ob das das Essen ist oder die Kleidung und so. Natürlich für den Iraner vielleicht nicht, weil er ja, sagen wir mal, ich schätze mal zwischen 500 bis 1000 Euro im Monat verdient, je nachdem, so im Durchschnitt. Du hast mehrere iranische Medien besucht, unter anderem auch Zeitungen. Wie frei sind denn die iranischen Printmedien? Also ich habe mit Chefredakteuren gesprochen, habe sie genau diese Frage gestellt und dann haben sie mir gesagt, also dass sie erstens mal finanziell nicht vom Staat abhängig sind, sondern sie sind ihre Finanzierung läuft auf Abonnementbasis und auf Werbebasis. Also sie sind also finanziell kann der Staat keinen Einfluss ausüben. Und weil sie ja über ihre Leser und über die Kunden, Werbekunden finanziert werden. Es gibt nur insofern eine Einschränkung, dass sie das, was die islamische Verfassung vorschreibt, dass sie sich darin halten können, müssen. Also sie können nicht zum Beispiel sagen, die islamische Verfassung muss weg. Aber das ist ja bei uns genauso. Also wir können ja auch nicht sagen, das Grundgesetz muss weg. Nicht? Also das wäre ja dann auch nicht möglich. Also es gibt da, was halt die islamische Verfassung vorschreibt, gibt es gewisse Einschränkungen. Aber sonst können sie alles schreiben. Sie haben auch betont, dass sie die Regierung und die Parlamentarier und alles scharf kritisieren, speziell was den Sozialbereich betrifft, ne? Sie haben auch zugegeben, dass es soziale Probleme gibt, zum Beispiel in Bezug auf den Drogenkonsum bei Jugendlichen. Das scheint ein großes Problem zu sein. Du hast geschrieben, dass das Drogenproblem im Iran aus Afghanistan kommt. Das erinnert mich an die 80er Jahre, wo der Mudschahedin-Aufstand finanziert worden ist durch Drogenanbau und wo dann interessanterweise die Zahl der Drogensüchtigen vor allem in Pakistan, aber auch in den USA raufgegangen ist während der Zeit. Ja. Also es wird ja so viel Drogen, also Opium und auch
Marihuana wie jetzt ist ja noch nie in Afghanistan angebaut worden. Nicht? Also die erleben ja jedes Jahr eine neue Rekordernte. Und das Ganze unter der Aufsicht der NATO-Truppen. Ne? Deswegen bin ich ja der Meinung, und diese Meinung teilen ja viele, dass ja der einzige Grund, warum eigentlich die ISAF dort ist, ist, um die Opiumfelder zu schützen. Und dass der Drogenhandel funktioniert. Weil nur das, davon kann man ausgehen. Das ist ein Riesengeschäft. Und diese Drogen, die gehen mehr oder weniger in zwei Richtungen. Einerseits Richtung Russland, und landen in den Straßen von Moskau und in den Iran. Und da wird ein heftiger Krieg geführt zwischen den iranischen Sicherheitsbehörden und diesen irrsinnig aufgerüsteten Banden, die von Afghanistan rüberkommen, schwer bewaffnet und versuchen, diese Drogen durch den Iran in Richtung Europa zu bringen oder auch unterwegs loszuwerden. Das sind über die letzten Jahre über 2000 iranische Mitglieder der Polizei gestorben, also getötet worden in diesen Kämpfen. Das ist also ein richtiger Krieg, der da läuft, ja, an der Grenze Iran-Afghanistan. Und das ist etwas, was ganz klar vom Westen gewollt ist. Denn das geht ja zurück bis in die Kolonialzeit der Briten in China, wo es ja die Opiumkriege ging, um die chinesische Gesellschaft zu unterminieren. Nicht? Und dann haben sie ja gratis Opium auch nach China geliefert, um dadurch die ganzen Leute abhängig zu machen und die Regierung zu schwächen. Und das Gleiche läuft auch gegenüber Russland und Iran. Also diese Drogen, die in Afghanistan angebaut werden, haben das Ziel, die iranische und russische Gesellschaft zu schwächen und zu unterminieren, speziell die Jugend. Und das findet ganz klar statt. Das heißt, also es findet ein Krieg statt auf vielerlei Hinsicht, also im finanziellen Bereich, durch den Boykott und auch im Krieg gegen die Gesellschaft mit Drogen. Dann kommen ja diese ganzen Terrorangriffe dazu, wo iranische Wissenschaftler ermordet werden. Also der Krieg gegen Iran, der läuft schon lang. Es ist nur noch kein Schießkrieg, aber sonst auf allen anderen Ebenen läuft er schon lang. Es scheint mir auch eine andere Situation zu sein als in den 80ern in Afghanistan. Ich habe das Buch Im Namen des Staates von Dr. Andreas von Bülow gelesen, das damals in Pakistan, wo Pakistan ja damals die Mudschahidin unterstützt hat, die Zahl der Drogensüchtigen von dem vierstelligen Zahl auf über 1 Million gestiegen ist. Und jetzt scheint es ja hier so zu sein, dass es nicht mehr ja, sozusagen befreundete Staaten sind, sondern jetzt scheint es ja eben mehr Iran und Russland zu treffen, also eine ganz andere Strategie. Ja, die Drogen werden einfach gegen den sogenannten Feind eingesetzt, um seine Gesellschaft zu schwächen, ne? Das ist die Taktik. Und wie ich sagte, das haben die Briten schon gegen die Chinesen benutzt damals in den sogenannten Opiumkriegen. Das ist also eine alte westliche Taktik, dass man das macht, ne? Man darf ja nicht vergessen, dass der Krieg gegen Drogen ist ja eigentlich ein Krieg für Drogen, ne? Und Amerika und die CIA sind die größten Drogenhändler überhaupt. Das ist nun mal die Tatsache. Es ist alles immer verkehrt rum und anders, als uns erzählt wird. Ist das immer noch so? Ich habe in dem Zeitschrift Hintergrund einen Artikel von Peter Dale Scott gelesen, dass früher Al-Qaida zum Beispiel finanziert worden ist aus CIA-Drogenerlösen. Das war ein Ja, Artikel, geheime sicher. Drogennetzwerk der CIA, und das gibt es immer noch. Ja, Das ist ja auch natürlich. heute noch. Was heißt heute noch? Es wird immer stärker. Man muss ja nur gucken, was in Mexiko passiert. Da sind ja allein letztes Jahr, was weiß ich, 30.000 Leute gestorben durch diese Drogenkriege.
in Mexiko, nicht, wo diese ganzen Drogen aus Mittelamerika über Mexiko nach Amerika reinlaufen. Und dann gibt es ja diesen Skandal, der Fast and Furious Skandal, wo ja die amerikanische Regierung Waffen an die Drogenmafia geliefert hat. Ne? Also sie bewaffnet sogar die Drogenmafia. Das ist ja alles, Hillary Clinton ist da involviert und all so Sachen. Also das läuft ja alles. Ja, und es läuft noch mehr als je zuvor. Es geht ja darum, ich meine, es geht ja auch darum, die schwarzen Kassen zu füllen. Man darf ja nicht vergessen, die CIA, die hat wohl einen offiziellen Auftrag und ein offizielles Budget, aber alles, was sie daneben machen will, was sozusagen nicht legal ist, das wird ja mit diesen ganzen Drogengeldern und Schwarzgeldern finanziert. Nicht? Und das ist ein Riesenkonstrukt mit Scheinfirmen und alles, was da läuft und über Banken. Ich meine, es sind ja, glaube ich, 500 Milliarden Dollar allein in den letzten Jahren in der Wall Street an Drogengeldern gewaschen worden. Die HSBC Bank musste jetzt 1 Milliarde Buße zahlen wegen ihrem ganzen mexikanische Drogenkartell Geldwäscherei, die da lief. Ne? Das ist ein Riesending, das da abgeht. Was uns vorgegaukelt wird, ist natürlich, dass sie gegen den Drogenhandel wären. Das ist natürlich immer so, dass sie nach vorne, nach außen hin so den Scheinheiligen spielen und dann tun sie auch mal jemanden verhaften, irgend so ein Amateur, der da mal ein paar Gramm reinholt, dass die Medien was zu schreiben haben und dass man halt sagen kann, wie gut man doch da diesen Drogenhandel bekämpft. Aber der wirkliche Drogenhandel, der läuft ja in hunderten Tonnen ab, und das wird mit den Flugzeugen transportiert, die ganze Logistik dann nach Afghanistan runterbringen. Und die kommen ja nicht leer zurück, wenn sie da Waffen runterliefern, sondern die kommen mit Paletten voller Drogen zurück. Ich meine, ich habe ja auf meinem Blog genug Fotos gezeigt, wo man ja die Soldaten alle mitten in den Opiumfeldern sieht. Und die bauen ja, die Afghanen bauen ja diese Felder sogar vor der Nase, vor diesen Militärbasen auf. Das heißt, wenn die NATO-Soldaten das wirklich nicht wollten, dann wäre das doch in 5 Minuten, würden die in Flammen stehen. Können Sie sie anzünden, diese Felder? Okay, vielleicht erzähle ich dann weiter. Also wie gesagt, mein Besuch im Iran war auch für mich sehr überraschend, obwohl ich ja gewusst habe, dass man uns dauernd über den Iran belügt und das Ganze völlig falsch darstellt. Es ist ein hochmodernes Land, das eigentlich alles hat, die Menschen sehr freundlich und von der Kultur her sehr viel zu bieten hat. Also ich kann nur jedem empfehlen, dorthin zu reisen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Um also diese Propagandalügen loszuwerden. Es ist einfach erstaunlich, wenn ich mit Menschen hier spreche, wie voreingenommen und völlig falsches Bild sie über den Iran haben. Deswegen ist es sicher eine Reise wert, dorthin zu gehen. Und es geht ja auch ganz einfach. Kannst du mich im Moment hören? Ja. Alles klar. Ich wollte noch fragen, wenn die iranischen Printmedien über die Opposition berichten wollen, also jetzt natürlich innerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung des Iran, es gab doch zum Beispiel diese Oppositionsbewegung mit diesen grünen Bändern, die sich ja auch alle zur Islamischen Republik bekannt haben, aber
Doch, denke ich, eine Machtprobe gegenüber der iranischen Regierung dargestellt haben mit ihren Massendemonstrationen. Wie sah es da mit der Pressefreiheit aus? Ja. Gut, das war, was weiß ich, 2009. Man darf ja nicht vergessen, dass ja diese sogenannte Opposition mit den grünen Bändern, das war ja eine von ausländischen NGOs gesteuerte sogenannte Farbrevolution. Das erleben wir ja in vielen Ländern, die dem Westen nicht genehm sind, dass dann über diese NGOs, die ja unter dem, wie soll ich sagen, unter der Pseudogeschichte wegen Demokratie laufen, da die Leute aufwiegeln oder was weiß ich, oder ausstatten. Was mich hier bei der Iran-Geschichte damals erstaunt hat, wieso da diese perfekt gedruckten, auf Englisch geschriebenen Plakate überall erschienen sind. Das heißt, die Botschaft war ja gar nicht für die Iraner gedacht, sondern die war ja für die westlichen Kameras gedacht. Ich meine, was macht denn das für einen Für die Sinn? Leute hier im Westen. Ja, eben, ich meine, das war ja also offensichtlich, um die Menschen im Westen aufzuwiegeln und nicht um die Menschen im Iran, denn die können ja das gar nicht lesen. Ja? Ich meine, das wäre genauso, wie wenn ich eine Demo in Deutschland mache und mache dann Farsi-Schilder. Tue ich hoch, oder? Iranische Schilder. Will ich damit die Deutschen ansprechen oder was? Das ist doch schon, da ist es schon oberfaul. Ne? Und das sind so Sachen, ja. Natürlich, wie soll ich sagen, unterliegen sie gewissen Einschränkungen, wie gesagt. Das ist. Das hat auch mit dieser ganzen, sagen wir mal, dass der Iran eine islamische Republik ist und dass das keine Trennung zwischen, wenn man so will, Kirche und Staat gibt, sondern dass ja die Iraner bewusst damals, wo sie ihre Verfassung, Abstimmung hatten, die wollten das, dass sie eben keine Trennung zwischen Kirche und Staat haben. Und das wirkt sich dann überall aus, nicht? Und deswegen gibt es gewisse Themen, die kann man nicht, wie soll ich sagen, die kann man nicht kritisieren. Also man kann das zum Beispiel nicht kritisieren, ja. Nur diese Tabuthemen, die gibt es ja auch bei uns, nur anders, nicht? Und ansonsten haben also die Redakteure, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, sie können dann mehr oder weniger über alles schreiben, nicht? Und tun auch sehr heftig das Ganze machen. Was mich ja wundert, ist, was der Westen für einen Feind dieses Jahr aufbauen will, wenn da Ahmadinejad nicht mehr dran ist. Weil seine Amtszeit endet ja im Juni. Jetzt haben sie da so einen Teufel aufgebaut und der verschwindet ihnen jetzt mitten im Jahr. Da bin ich ja gespannt, wen Sie da neu aufbauen wollen. Der iranische Fernsehsender Press TV, ein englischsprachiger Sender, ist von einigen westlichen Satelliten genommen worden. Da hatte man Zweifel, ob Press TV redaktionell unabhängig genug ist und ob Press TV zum Beispiel, wie man es bei uns kennt, auch Gegendarstellung bringt, wenn jemand meint, dass sie etwas falsch berichtet haben. Du hast Press TV besucht. Was ist dein Eindruck bezüglich dieser Punkte und was ist dein Gesamteindruck von der Qualität von Press TV? Ja, also ich war bei PressTV, habe mit dem obersten Chef gesprochen und auch mit dem Chefredakteur und konnte mit ihnen mich gut unterhalten und über Fachgespräche führen. Es ist ein hochmoderner Sender, von der Technik her habe ich gesehen. Also sie haben wirklich die allerneueste Technik dort. Ganz tolle Studios und Regieräume und alles ferngesteuerte Kameras und so weiter. Das ist sehr groß. Denn dazu gehört ja auch die spanische Version. Die haben ja auch eine spanische Version von ihrem Sender, nicht nur die englische.
Und was mir auch aufgefallen ist bei all diesen Redaktionen oder Fernsehsendern oder auch Büros, wo ich war, dass immer mindestens die Hälfte der Leute, die dort arbeiten, Frauen sind. Also das ist bunt gemischt. Und sie arbeiten auch Seite an Seite mit den Männern und machen alles. Ob jetzt moderieren oder Kameraleute sind oder Regie führen oder so, das ist ganz bunt gemischt. Also ich sehe da keine Einschränkung, dass Frauen irgendetwas nicht dürfen oder so. Gegenteil. Und ja, ob das natürlich, das ist ja immer eine Frage, ob die Redaktion unabhängig ist, aber da muss ich ja lachen. Ist die ZDF und ARD-Redaktion unabhängig? Sicher nicht. Und In Deutschland, auch nicht CNN und Al Jazeera und wie sie alle heißen. Und also in BBC. Deutschland haben wir bei den öffentlich-rechtlichen Sendern Vertreter aus sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen. Das sind dann Parteien, die im jeweiligen Landesparlament sind. Und es sind von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, sonst von Wirtschaftsverbänden, Umweltverbände, Kirchen. Und die Leute von den Verbänden sind teilweise dann oft auch noch in der Partei. So dass dann im Endergebnis habe ich den Eindruck, die Parteien, die es bis in die Landtage geschafft haben, überproportional viel Einfluss haben. Natürlich, und wir wissen doch von den Skandalen jetzt in letzter Zeit, wo wer war denn das? Der Generalsekretär der CSU oder wer hat beim ZDF angerufen und gesagt, den Bericht dürft ihr nicht senden, oder? Über den SPD-Parteitag. Genau. Oder die Geschichte mit dem Wulff, wo er bei der Bild-Zeitung angerufen hat und gesagt hat, untersteht euch das und das zu bringen. Also, ich meine, das läuft ja hier, so Sachen laufen ja überall, oder? Oder dass die ganze Springerpresse, die ganzen Leute, die dort arbeiten, in ihrem Arbeitsvertrag drin haben, dass sie nie was Kritisches über Israel und Amerika schreiben dürfen. Ich meine, was ist denn das überhaupt für ein Journalismus, wo du in deinem Arbeitsvertrag drin hast, über diese zwei Länder darf man nie was Negatives schreiben? Das steht aber bei denen drin. Das ist doch kein Journalismus. Wenn ich solche Tabuthemen habe, ne? Und so weiter. Also deswegen, also das ist ja lächerlich. Natürlich sagen wir, Press-TV ist ja eigentlich nicht für den Iran gedacht, sondern ist ja fürs Ausland gedacht. Und man muss schon sagen, dass sie halt natürlich Sachen berichten, die westlichen Medien nie bringen. Nicht? Das ist so ähnlich wie Russia Today. Die Oder bringen auch. vielleicht bringt CNN Sachen, die man im Iran sonst nicht sieht oder in Russland. Das kann natürlich sein, aber das ist ja immer so, dass die Sachen, die halt jemand, wie soll ich sagen, die sind ja immer eingefärbt, nicht? Also es ist ja immer irgendwo eine sogenannte unabhängiges Medium gibt es ja gar nicht. Ist gar nicht möglich, ja. Denn es wird ja von Menschen gemacht und Menschen haben Meinungen. Nicht? Und die sogenannte Ausgewogenheit, ja, das ist ja natürlich auch Quatsch. Nicht? Also. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, ausgewogen zu sein, sondern es ist ja notwendig, gewisse Sachen wirklich so darzustellen, weil sie sonst nirgendwo erscheinen. Das ist zum Beispiel meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht ausgewogen zu sein, sondern ich stelle Ausgewogenheit her, indem ich Sachen berichte, die niemand anders macht. Ja? Wie zum Beispiel diese Iran-Geschichte. Ne? Ich meine, wieso geht denn keiner von diesen ganzen ARD, ZDF-Affen, die ich weiß nicht, wie viel Milliarden an GEZ-Gebühren kriegen, warum gehen die nicht in den Iran, machen mal einen gescheiten Bericht? Anstatt immer diese einseitige Propagandalügen zu verbreiten.
Ja, ist die Frage, wie viel sie machen und wie viel davon gebracht wird. Hast du denn schon mal erlebt, einen Bericht bei Press-TV, wo du das Gefühl hast, da bremst die Regierung, oder wo du das Gefühl hast, da sieht man an einem Bericht, dass sie doch eine ganze Menge Freiheit haben? Na, ich sage ja, Press-TV berichtet ja hauptsächlich über das Ausland, ne? Also das ist ja erstaunlich, wo die überall sind und ob das in Spanien, Italien, Griechenland, auch in Argentinien, Amerika, überall haben sie Reporter und berichten über Sachen, die eigentlich die westlichen Medien nicht bringen. Das heißt, sie sind ja international ausgerichtet und weniger über was im Iran läuft, ja. Sie tun natürlich schon über gewisse Sachen, die im Iran laufen, berichten, hauptsächlich, wenn es darum geht, ihre Verteidigungsbereitschaft darzulegen. Ne? Und das muss man schon, sagen wir mal, das ist mir auch aufgefallen, mit welcher Offenheit Sie mir zum Beispiel gezeigt haben, dass Sie sich verteidigen können. Ich meine, ich konnte mir diese ganzen Raketen anschauen, die Sie haben, und auch diese Drohne, die sie von den Amerikanern runtergeholt haben. Ich meine, ich stand einen Meter davor und konnte sie mir angucken. Ne? Natürlich als Trophäe, das ist mir klar. Und so. Aber dass die das so offen gezeigt haben, die haben also in dem Sinne nichts zu finden. Das hat mich sehr erstaunt. Ich konnte überhaupt alles fotografieren. Ich hatte nie das Gefühl, oh, das darf ich jetzt, oder da kommt einer auf mich zu oder so. Sondern ich konnte überall meine Kamera hinstrecken. Ja. Überhaupt, ich habe sehr wenig Polizei gesehen im Iran. Praktisch nie. Außer für Verkehrsregelung. Ja, da scheint der Iran mancher Hinsicht freier zu sein, als wir es uns oft im Westen vorstellen. Natürlich. Das ist sowas von anders. Und je länger ich und je mehr ich in andere Länder bin, also da ich ja dann jetzt, ich war jetzt in Argentinien. Ich meine, zum Beispiel Armut habe ich im Iran keinen gesehen, obwohl es sie schon gibt. Aber so krass, wie man das jetzt mittlerweile im Westen sieht, ist es im Iran nicht. Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Jahren Aufzeichnung von einem WDR-Bericht gesehen. Da ging es um die Situation von Frauen im Iran. Und damals gab es noch, ich kann mich leider aber nicht mehr erinnern, wie viele Jahre das her ist. Auf jeden Fall unter der Islamischen Republik gab es zum Teil drakonische Strafen, dass Frauen inhaftiert wurden, wenn sie in der Öffentlichkeit zu freizügig waren. Ob das jetzt Kleidungsvorschriften betraf, oder wenn sie zu offensichtlich in der Öffentlichkeit geflirtet haben, dass dann Frauen schon inhaftiert werden konnten von der Sittenpolizei. Gibt es sowas heute auch noch? Nee. Also es gibt natürlich die Regel, das kommt vom islamischen, sagen wir mal, Recht her, dass Frauen, aber auch Männer, züchtig, wenn man so will, angezogen werden sein müssen und nicht nackt rumlaufen dürfen. Also wie bei uns. Ja. Also sie müssen sich schon bedecken. Das ist aber das Einzige, was ich gemerkt habe. Das wird aber relativ, wie soll ich sagen, Tolerant. ja, was heißt tolerant? Es wird einfach sehr eigen, also die Leute legen das aus, wie sie wollen, oder? Ich meine, es gibt Frauen, die sehr züchtig rumlaufen, schwarz. Und dann gibt es speziell junge Frauen und speziell am Abend, wenn sie ausgehen, dass die richtig, aber voll die Mode zeigen und mit den Pumps und was ich gemerkt habe, ist, dass iranische Frauen unheimlich sich pflegen und unheimlich hübsch sind. Also konnte gar nicht mehr gucken. Ja. Und außerdem ist der Iran das Land mit den meisten Schönheitsoperationen auf der Welt. Das würde man nicht meinen, aber es ist so. Und
Nicht? Also die Frauen legen sich sehr viel Wert auf ihr Aussehen innerhalb der Möglichkeiten, die sie haben. Und diese Einschränkung gilt ja sowieso nur in der Öffentlichkeit. Im privaten Bereich können sie eh machen, was sie wollen. Ne? Und wenn ich richtig gesehen habe, gibt es auch viele Frauen, die eben Kopftuch tragen, aber eben kein Tschador, die dann eher so Ein von der Mode Chador sind, gibt es vielleicht. überhaupt nicht. Ich habe noch nie einen Chador in Iran gesehen. Das gibt es nicht. Das ist immer diese Fehler. Die Leute tun immer Saudi-Arabien vergleichen oder was? Man muss überhaupt einmal klarstellen, der Iran, das ist der schiitische Islam und alle anderen Länder, das ist der sunnitische Islam. Und der sunnitische Islam ist ja der radikale Islam. Der schiitische Islam ist ja der liberale Islam. Das wird nur völlig verdreht uns erzählt. Der extreme Islam ist ja der saudische Islam, also der wahhabitische Islam. Das ist ja der ganz extreme, wo die Frauen überhaupt nichts dürfen. Ja, die sind ja völlig entrechtet dort. Die dürfen nicht wählen, nicht Auto fahren, dürfen gar nichts. Komisch ist, dass genau diese extremistischen Länder werden vom Westen voll gestützt, mit Waffen beliefert und diese ganzen schlimmen Diktaturen an der Macht gehalten. Und der Iran, als Schiiten, die werden als die Bösen gestellt. Dabei sind sie ja die Liberalen. Zum Beispiel das Religiöse, wenn man in Iran rumfährt, das merkt man gar nicht. Im Gegensatz zu, wenn man in ein sunnitisches Land läuft. Also geht. Nicht? Das merkt man gar nicht. Auch die Moscheen sind sehr, wie soll ich sagen, sehr modern gebaut und sehr unterschiedlich gemacht. Nicht? Also. Das Einzige, was ich gemerkt habe, an Religiosität war, in den Hotels, ist es an der Decke oder wo ein Pfeil, wo man sieht, wo es nach Mekka geht, also in welche Richtung Mekka ist. Und dass es so Gebetsräume gab. Und dass sich meine Begleitung, sagen wir so, um 2 Uhr Nachmittag haben die sich kurz zurückgezogen und gesagt, sie würden beten. Und dann bin ich halt da im Restaurant sitzen geblieben, habe meinen Kaffee getrunken und nach 20 Minuten kamen sie wieder zurück. Ich meine, das ist das Einzige, was ich gemerkt habe. Also sonst überhaupt nichts an dieser Religiosität. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank. Erst Also einmal. deswegen, ich würde jedem empfehlen, in den Iran zu reisen. Man muss überhaupt keine Angst haben, im Gegenteil. Die Leute sind unheimlich freundlich. Sie freuen sich, wenn man kommt. Sie machen alles für einen. Sie helfen einen. Und was mich auch erstaunt hat, alle Straßenschilder, und ich meine jetzt alle Straßenschilder, inklusive der Namen der Straßen bis zur letzten Gasse, sind alle zweisprachig. Also in Englisch und in Farsi. Das heißt, Deswegen. man kann also als Tourist auch sich in Englisch gut verständigen dort. Absolut. Man kann jedes Schild lesen, weil alles immer doppelt ist. Ich meine, wo gibt es denn das in Europa? Gibt es nicht? Oder in Amerika? Gibt es da zweisprachige Schilder irgendwo? In der Schweiz. Nee. In der Schweiz gibt es keine zwei. Die sind auch nur je nachdem, wo sie sind, in welchem Landesteil. Sind sie in der jeweiligen Sprache, aber sicher nicht in der Deutschschweiz sind sie doch nicht drin in anderen drei Sprachen, sondern sind sie auf Deutsch und in der französischen Schweiz in Französisch. Ja. Aber im Iran ist jedes Schild doppelt, immer in Farsi und in Englisch. Also man kann mit dem Auto rumfahren, man kann alles lesen. Nicht? Die Leute sind unheimlich gastfreundlich, also sie überschlagen sich fast. Ich meine, ich kann ja da eine Geschichte erzählen. Wo ich in Isfahan war, war ich in dem Hotel und dann sah ich unten in der Lobby so ein Pärchen reinkommen, wo ich gemerkt habe, ah, das sind Europäer. Und dann bin ich auf sie zu und habe sie gefragt, wo sie denn herkommen. Da haben sie gesagt, aus der Schweiz. Und dann habe ich gesagt, ah, super, ich auch und so.
Dann habe ich sie gefragt, was sie hier machen. Und dann haben sie mir erzählt, sie machen eine Motorradtour von der Schweiz bis nach Thailand. Und sie wären jetzt hier im Iran. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja verrückt, so eine irrsinnige Reise mit dem Motorrad zu machen. Und dann haben sie mir erzählt, ja, wo sie von der Türkei über die Grenze gefahren sind, hatten sie kein iranisches Geld dabei, weil man kann es ja gar nicht holen im Ausland. Und dachten, wenn sie dann über der Grenze sind, können sie mit ihrer Bankkarte an den nächsten Automaten gehen und Geld rausholen. Ne? Was aber nicht funktioniert hat, weil ja der Iran völlig vom Westen abgeschnitten ist. Und jetzt standen sie da ohne Geld und mit einem leeren Tank. Mitten irgendwo auf der Straße. Und dann kam irgendjemand vorbei und dann haben sie dem das erzählt und dann hat er gesagt, kein Problem, kommst zu mir, ihr könnt bei mir wohnen. Dann hat er denen noch Geld gegeben, damit die überhaupt weiterkommen. Und sind dann weitergefahren mit seiner Hilfe. Und das mussten sie dann zwei, dreimal machen, bis sie endlich in Teheran angekommen sind und alle Leute haben ihnen weitergeholfen. Ich meine, wo gibt es denn sowas? Wildfremden Menschen, die aus dem Ausland kommen, Geld zu geben und Übernachtung und Essen? Das ist doch unglaublich, oder? Und das haben die mir erzählt. Und Ich glaube, erst wo sie in Teheran waren, konnten sie dann bei einer größeren Bank dann sich die finanziellen Mittel holen, ne? eine Achtung. Ich glaube, wir können noch einiges vom Iran lernen. Ja, ich sag ja, unbedingt hinfahren. Guckt euch das an. Das ist unglaublich, was für eine falsche Vorstellung man hat oder wie man es völlig in die so was vom Gehirn gewaschen ist, ja. Denn ich merke, sobald ich das Wort Iran ausspreche, geht bei den meisten Menschen eine Mauer hoch. Peng, oder? Also so ein völliges Brainwashing, das da abgeht. Ja. Und das finde ich sowas von traurig, weil es ist nicht so. Wir müssen einfach verstehen, dass wir sowas von belogen werden, weil wir einen Krieg gegen dieses Land führen. Und warum? Was macht der Iran falsch? Das Einzige, was der Iran falsch macht, ist, dass er sich nicht den Westen unterwirft. Das ist der Fehler. Das darf man natürlich nicht. Man hat sich zu unterwerfen. Man hat vom Ausland diktiert zu bekommen, wie man zu leben hat. Und wer das halt nicht macht, so wie der Iran, dann ist man natürlich der Teufel, dann gibt es einen Krieg gegen die, oder? Das ist das, was passiert. Ich bin sogar der Meinung, der Iran ist das einzige wirklich unabhängige Land auf der Welt. Ja? Alle anderen sind ja alles Marionetten. Mehr oder weniger. Und was mich ja am meisten erstaunt hat, ist, wenn der Iran durch diese ganze Kriegsführung des Westens so fortschrittlich ist und so eine gute medizinische System hat und eine gute Infrastruktur hat und technisch sehr hoch ist und so weiter. Was wäre denn erst, wenn es diese Sanktionen nicht gäbe? Oh, je. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt möchte ich erstmal etwas Musik einspielen und danach geht es weiter mit dem Ruhrgebiet und es geht auch um Armut in Deutschland. Jetzt aber erstmal Musik.
Hier ist der zweite Teil der Sendung Macht und Menschenrechte am 3. Januar 2013 auf Radio Dschangeldrang. Hier ist wieder Volker Reusing im Interview mit Freeman von Alle Schall und Rauch. Freeman, du warst im Dezember 2012 vor Weihnachten in Deutschland im Ruhrgebiet. Was hast du dort erlebt? Also, was mich hier interessiert, ist ja, wie diese Finanz- und Schuldenkrise sich auf die normalen Menschen auswirkt. Und deswegen war ich in Griechenland, ich war in Spanien, ich war auch in Argentinien, weil die ja diese ganze Staatsbankrott und so und Währungscrash schon vor 10 Jahren erlebt haben und wollte mir anschauen, was das für Wirkung hat. Und ich war auch im Ruhrgebiet und im Niederrhein und habe mir dort das mal angeguckt, welche Auswirkungen das hat. Und es ist einfach, wie soll ich sagen, erschreckend, was ich gesehen habe. Also, dass also diese Länder, Griechenland, Spanien, Argentinien, Deutschland, dass dort wirklich die Armut sichtbar ist und wie die ganze Gesellschaft zerfällt und wie, wie soll ich sagen, die Infrastruktur vernachlässigt wird. Jetzt ist es so, speziell wenn man mal dort war, weggeht und nach ein paar Jahren wieder zurückkommt, fällt einem das sehr krass auf. Ich kann mir vorstellen, wenn man in den jeweiligen Ländern lebt und das immer schön schrittweise an einem passiert, dann merkt man das nicht. Aber wenn man weggeht und nach ein paar Jahren zurückkommt, dann merkt man eigentlich, wie dieser Verfall stattgefunden hat. Wie viele Jahre waren denn jetzt dazwischen bezüglich Deutschland? Ja gut, ich meine, ich kenne Deutschland schon, wie soll ich sagen, seit den 60er Jahren. Ne? Und in diesem Ruhrgebiet und Niederrhein war ich sagen wir vor 10 Jahren das letzte Mal. Und deswegen in diesen 10 Jahren muss ich sagen, wenn man das dann vergleicht, ist unheimlich viel an Schlechtem passiert. Nicht? Und ich meine, ich bin da durch diese Städte und Kleinstädte gelaufen und es hat mir richtig wehgetan, dass ich gesehen habe, wie jeder zweite Laden leer ist. Wo das Geschäft aufgegeben wurde. Also die Innenstädte sind völlig tot. Die Geschäfte sind leer und die paar, die noch übrig sind, die werden es auch nicht mehr lang machen. Und oder dass zum Beispiel mitten in der Stadt ganze Straßen nicht mehr beleuchtet werden. Nicht? Oder die Straßen nicht mehr, die Löcher in den Straßen nicht mehr geflickt werden. Das ist mir aufgefallen. Und das sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe, wow, also das geht ja da bergab. Ja. Und das ist traurig zu sehen, denn das bedeutet ja, wenn die Geschäfte nicht mehr da sind, dann sind die Arbeitsplätze nicht mehr da. Der Konsum, also die Leute kaufen nichts mehr und das ist ja eine Riesenkette, was da an Negativen abläuft, ja. Die Mieteinnahmen sind nicht mehr da, die Steuern fehlen für die Kommunen und. Also es ist ein Riesenrattenschwanz an Negativen, das da abläuft. Nicht? Und ich sehe das nicht, dass das besser wird, sondern das wird eher noch schlechter jetzt in diesem Jahr. Nicht? Und das in dem Land, wo angeblich noch am besten in der EU dasteht. Das ist jetzt, sind ja Zeichen von Armut, vor allem an der Infrastruktur, aber eben auch Zeichen von Arbeitslosigkeit. Hast du auch bei den Menschen, denen du begegnet bist, hast du da mehr Zeichen an Armut gesehen? Ja, ich meine, ja, nicht obdachlos, aber was ich gemerkt habe, ist, ich meine, ich habe schon Obdachlose auf den irgendwo, die in irgendeiner Eingangstür da gehaust haben oder wo. Aber was mir aufgefallen ist, dass die Menschen
Die leben von einem Gehaltszahlung zur nächsten. Also sie haben auch teilweise zwei, drei Jobs, damit sie überhaupt überleben können. Das gab es doch früher alles nicht. Oder was mir ganz klar aufgefallen ist, dass sie sich jede Zahlung, die plötzlich kommt, ob das jetzt eine Autoreparatur ist oder eine Nachrechnung von ihrem Nebenkosten für ihre Wohnung oder was weiß ich was, dass das sie völlig über den Haufen schmeißt. Die haben überhaupt keine Reserven. Die können das nicht verkraften, weil ihre geringen Einkommen, die reichen gerade noch so, dass sie durchkommen. Und es darf nie was nebenbei passieren. Da darf nichts Außergewöhnliches passieren, sonst sind sie völlig fertig, ne? Und das ist natürlich erschreckend, weil was ist denn erst, wenn es richtig losgeht? Zum Beispiel, was wir ja ganz klar erleben, ist eine Verteuerung der ganzen Energiekosten, nicht? Also Strom, Gas und so weiter. Dann Steuererhöhungen. Dann Preise für Lebensmittel werden steigen, nicht? Aber der Lohn wird gleich bleiben. Also ich weiß nicht, wie die da über die Runden kommen und wo sie noch mehr sparen sollen. Und wenn ich dann so höre, ja, ich bin schon seit Jahren nicht mehr in Urlaub gewesen und so, nicht? Also es sind ja alles diese Symptome. Oder ich müsste eigentlich dann die Wasserpumpe für meinen Scheibenwischer, aber ich kann mir keinen neuen leisten, sondern ich muss zum Schrottplatz und mir einen irgendwo ausbauen. Das sind so Zeichen, dass es den Leuten, die können sich das nicht mehr leisten und müssen. Das ist wie fast DDR-Verhältnisse, wo man so gemauschelt hat und so gehandelt hat und ich habe das und du hast das und jetzt hilf mir, ja? Kommt mir das vor? Ich Ich frage meine, mich, ob das als. ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt nicht überheblich wirken, aber wenn ich von der Schweiz nach Deutschland fahre, erinnert mich das, wie vor 20 Jahren ich von Westdeutschland in die DDR gefahren bin. So ungefähr ist der Unterschied. Ich war Ich ja frage. früher viel, ich war früher viel in der DDR. Und das war ja immer und krass, wenn man so über die Grenze gefahren ist, in die DDR, der Unterschied, oder? Leere Geschäfte und dunkel und so. Das kommt mir jetzt genau gleich vor. Ich frage mich, ob das durch Hartz IV kommt oder durch die Finanzkrise oder weil Deutschland so viel für die Gläubiger anderer Länder zahlen soll. Obwohl letzteres ist ja wahrscheinlich jetzt noch gar nicht angekommen. Naja, das hat damit zu tun, das ist ja bekannt. Das ist ja auch der Grund oder ein Teil des Grundes, warum die ganzen Südländer nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Deutschland hat ja eine massive Lohnkürzung erlebt in den letzten 10 Jahren. Lohnkürzung insofern, dass die Löhne nicht gestiegen sind. Und dadurch ist ja, das ist ja bekannt, darüber beschweren sich ja alle anderen EU-Länder, nicht, dass sie ihre Löhne sind um 10, 15, 20% gestiegen und in Deutschland nicht. Was natürlich für den Export und so weiter gut ist. Nur, die ganzen Südländer haben dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren und sind deswegen in der Scheiße, können ihre Produkte nicht mehr verkaufen. Und nur, das bedeutet, dass die Deutschen für immer weniger Geld immer mehr arbeiten. Und sie machen das scheinbar ohne zu murren. Ja. Das ist halt ein sehr langsamer Prozess, ne? Das ist ja nicht so, dass es über Nacht passiert, sonst würden Sie es ja merken, sondern wenn ich das schön immer über 10 Jahre mache, den Leuten immer ein bisschen was aus der Tasche ziehe, dann gewöhnt man sich dran und passt sich an. Statt 3 Wochen Ferien macht man nur noch zwei. Das Auto fährt man nicht alle 4, 5 Jahre ein neues, sondern man fährt 10 Jahre lang ein neues, ja. Also das Auto, bis man ein neues kauft. Man geht nicht mehr bei den teuren Supermärkten kaufen, sondern geht zum Aldi, oder? Und so passt man sich an. Ja, ich habe mir auch die Armutsstatistik vom Paritätischen Wohlfahrtsverband angeschaut. Ja. Ruhrgebiet ist ja auch einer der Brennpunkte, wo eben viele Leute in relativer Armut leben und wo Ja, auch viel Arbeitslosigkeit ist. so ist es.
Ja, und ich meine, das geht ja jetzt noch mit Opel los, ne? Ich meine, ich kann mich erinnern, das Ruhrgebiet war doch die Fabrik des Deutschlands, ja? Ich meine, da haben die Schornsteine geraucht und die Kohlengruben und alles, ja? Das gibt's doch alles nicht mehr. Die sind verschwunden oder sind sie jetzt Museen? Ja? Ich meine, wird denn noch Kohle gefördert? Wird noch Stahl produziert? Praktisch nicht mehr. Die ganze Industrie ist weg. Und was übrig geblieben ist, sind Mac-Jobs, ja, wenn überhaupt. Und das ist eine bewusste Deindustrialisierung, die wir in allen westlichen Ländern sehen. In Amerika, in Europa, überall erleben wir diese sogenannte Deindustrialisierung, Outsourcing, Zerstörung der sogenannten Blue Collar, also der Industriearbeitsplätze. Die wurden ja alle nach China exportiert, ja. Und hier haben wir nichts mehr. Nicht? England ist ja ganz krass. Ich meine, was machen die Engländer noch? Außer der City of London haben die ja nichts mehr. Ja, und in Amerika so ähnlich. Ich meine, außer Wall Street und Waffenindustrie haben die doch nichts mehr. Ja. Und das ist eine ganz klare Strategie, die da abgeht. Und das ist das, was ich gemerkt habe, dass uns muss bewusst sein, diese ganze Schulden- und Finanzkrise, Eurokrise, das ist eine bewusst herbeigeführte Krise, um uns alle zu verarmen. Und diese ganzen Sprüche wegen, wir müssen retten, 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 das ist ja gar nicht wahr. Sie wollen zerstören, 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 das wollen sie. Sie machen immer das Gegenteil von dem, was sie sagen. Nicht? Man muss immer von dem ausgehen, genau das Gegenteil, was retten, zerstören, darum geht's, oder? Und das sieht man doch. Man muss nicht gucken, was sie reden, sondern was sie machen. Das muss man gucken. Wir haben es selber gefunden. Sie wollen die Finanzstabilität des Finanzsektors retten. Und davon auch nur einen Teil, die Großen. Auf Kosten aller anderen. Ja, auch das ist nicht wirklich eine Rettung, sondern das ist nur ein Hinausschieben des unvermeidlichen Zusammenbruchs, weil das System, das Finanzsystem kann man nicht retten. Wie soll das gehen? Ja, ich meine, ich habe ja, da wird so Sachen erzählt wie, ja, dann müssen wir halt das Gold verkaufen und damit die Schulden zahlen. Hallo? Das bisschen Gold, das Deutschland hat? Wenn sie überhaupt hat, ja. Ich meine, wir gehen mal davon aus, dass sie es noch haben. Ich bin der Meinung, es gibt gar nicht mehr, aber nehmen wir mal an, es gäbe es. Dann sind das ja nur 300 Milliarden. Wie will man dann die 2,1 Billionen Schulden irgendwie damit abdecken? Das ist doch lächerlich, ja. Und Amerika ist genauso und alle anderen Staaten genauso. Ja, diese gigantischen Schulden. Die sind nicht, die kann man nicht mehr managen. Man kann höchstens das Ding hinauszögern. Man kann gucken, nach welchen Regeln, wenn ein Staatsbankrott kommt, nach welchen Regeln wird er gelöst? Wo sind die Leitplanken? Wie weit man in welche Richtung gehen darf? Ja, sie wollen halt dieses Sinken des Schiffes so lang wie möglich hinauszögern. Und das sind also diese ganzen sogenannten Rettungsversuche, die ja gar keine sind. Denn es wird ja zum Beispiel nicht Griechenland gerettet, weil die Griechen sehen ja gar nichts von dem Geld, das da angeblich gezahlt wird. Das landet ja alles bei den Banken. War zumindest bei den ersten 110 Milliarden so, dass 88 Milliarden für alte Gläubiger waren und dann 10 Milliarden präventiv für griechische Banken und der Rest im griechischen Haushalt. Bei dem Schuldenschnitt weiß ich nicht auswendig, wie da die Zahlen waren. Ich hatte mir da schon mal intensiver mit beschäftigt, aber dafür sind die Auflagen umso kräftiger. Da haben sie den Griechen mal eben das Gesundheitswesen kaputt gemacht, Ja, zu dem ich Zeitpunkt, meine, wo der Schuldenschnitt war. wisst ihr, wie überhaupt Griechenland, der Staat Griechenland überhaupt es spart? Also wie sie überhaupt diese sogenannten Sparauflagen einhalten? Der griechische Staat zahlt einfach seine Rechnungen nicht mehr. Die zahlen einfach nicht mehr.
Und ja, und das heißt also, dass da zum Beispiel die Staatsangestellte schon seit was weiß ich wie lang, halbes Jahr schon keinen Lohn mehr kriegen, oder? Lieferanten, die dem Staat was geliefert haben, ihre Rechnung nicht bezahlt kriegen und so weiter. Ich meine, was ist denn das für ein Zustand? Ja? Ein Warnsignal für Deutschland. Ja, natürlich. Das ist übrigens so. Ich meine, viele Städte und Gemeinden in Deutschland, speziell im Norden da, die sind ja eigentlich unter Zwangsverwaltung. Das heißt, sie können gar nicht mehr einen ordentlichen Haushalt abliefern. Das heißt, der wird gar nicht abgesegnet von den Abgeordneten. Und dass da also so Zwangsmaßnahmen laufen, Nothaushalte. Oder wenn das so weitergeht, werden sie dann ähnlich wie Griechenland, kommt eine Troika. Das ist dann so eine Art Konkursmanagement, oder? Und übernimmt dann den Laden. Also was ich kenne in Deutschland ist, wenn Kommunen sich finanziell übernommen haben, dass sie mit vom Land unterstützt werden, aber dafür dürfen sie keine freiwilligen Ausgaben mehr zusätzlich machen und dürfen auch mit Steuern normalerweise nicht mehr runtergehen oder Gebühren dürfen sie nicht mehr senken. Zum Beispiel ist mir ein Fall bekannt, wo sie relativ hohe Gebühren für Außengastronomie haben und würden sie gerne senken, können sie aber nicht, weil das Land halt auf den Haushalt aufpasst. Ja, nur das Land Nordrhein-Westfalen ist ja selber pleite. Die Das müssen kann ja ich da nicht. vom Boden, ja, die sind da sicher. Deswegen gab es ja die Regierungskrise. Ich meine, das ist ja genauso dort. Die haben ja auch keinen ordentlichen Haushalt mehr. Die müssen ja vom Bund subventioniert werden und so weiter. Das ist ja unglaublich, was da abgeht, oder? Die können ja ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Nordrhein-Westfalen ist das einwohnerstärkste Ja, Deutschland. eh. Die können ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen, sie müssen ihre Schwimmbäder schließen, ihre Bibliotheken schließen, Kindergärten, was weiß ich, überall alles müssen sie zumachen, weil sie und einen Haufen Programme nicht mehr fahren, weil sie einfach kein Geld mehr haben. Was noch gar nicht so angekommen ist, die wollen ja von der EU eine haushaltsmäßige Überwachung machen. Das Ding heißt, so eine EU-Verordnung 2 BVR. Ja, nein, Quatsch, das ist ein Verfassungsgericht. Klar, Moment. Das war irgendwas mit 0386, 2011/0386 COD. Da kann die EU-Kommission in die Haushaltsentwürfe mit hineinregieren. Das Parlament entscheidet noch über die Kommission, bei Bund und wahrscheinlich auch bei den Ländern, kann die Kommission selber in die Haushaltsentwürfe eingreifen. Ja klar, weil das ist ja der Sinn der Krise, dass man die Krise macht, um dann dadurch die ganzen Städte oder was weiß ich, Länder oder Staaten zu entmündigen. Ne? Das ist ja dafür werden ja die Krisen verwendet und dafür werden sie ja gemacht. Ich fabriziere eine Krise und dann kann ich mit diesen ganzen Notstandsgesetzen reinfahren und sagen, so, jetzt übernehmen wir den Laden, weil ihr seid ja unfähig. Ne? Und jetzt müssen wir euch da alles zeigen. Ne? Ich meine, im Prinzip ist es ja mit Griechenland so. Die Griechen sind doch gar kein selbstständiges Land mehr, sondern das ist so eine Art Kolonie der EU, nicht? Ferngesteuert. Ja. Und die anderen Länder sind ja auch so weit, nicht? Und was mich einfach wundert, ist, ich meine, laut neuester Eurostat, also Statistik aus Brüssel, sind ja 120 Millionen EU-Bürger unter der Armutsgrenze. Ich meine, das ist eine schockierende Zahl. Eine Frage, was ist das für eine Armutsgrenze? Die Eine Armutsgrenze. relative oder absolute? Nein, die offizielle Armutsgrenze wird ja so definiert, sie ist, wenn man unter 60% des sogenannten Durchschnittseinkommens liegt. Das ist dann die Armutsgrenze. 60%, wenn man unter 60% des Durchschnittslohns liegt. Das ist in Deutschland, glaube ich, 800 Euro oder so. Und Das ist gar nicht mal so viel mehr als Hartz IV. Oder für eine Familie, glaube ich,
1700 oder so. Und das ist natürlich erschreckend. Das ist wie in Amerika, wo 50 Millionen Menschen von Essensmarken abhängig sind, damit sie überhaupt was zu essen kriegen, nicht? Und so. Und das ist ja diese Geschichte, die überall in den westlichen Industriestaaten abläuft, diese völlige Verarmung der Menschen und dass sie dann runterfallen auf das Minimum. Und der Staat muss dann irgendwie irgendein Programm fahren, damit sie halt doch noch überleben können. Aber das ist doch eine völlige Bankrotterklärung dieses sogenannten Kapitalismus. Ja? Habe immer die relative Armut als wenig aussagekräftig gesehen, aber jetzt, wenn du sagst, 60% sind 800 Euro gerade mal, das ist, weil, da habe ich den Vergleich zu Hartz IV und ich kenne Leute, die von Hartz IV leben müssen und die, ach, wenn du mal Ja, aber die das Hartz-IV-Leute Tafel kriegen gehen ja, lässt. glaube ich, ihre Wohnung bezahlt, oder? Ich meine, die Bis, zahlen sie ja bis, nicht aus ihrem Hartz-IV. es gibt einmal Hartz IV. Wenn ich mich recht entsinne, war das um die 375 Euro. Dann gibt es noch Geld für die Wohnung, aber nur so und so viel Quadratmeter. Und es kann auch schon mal Probleme geben bei den Nebenkostennachzahlungen. Ob da Hartz IV alles zahlt. Und wenn die Leute noch Medikamentenzuzahlungen haben und Nebenkostennachzahlungen, gibt es eine ganze Menge, die allein deswegen trotz günstiger Wohnung zur Tafel gehen müssen. Ja, aber eins kann ich euch sagen, da ist es ja besser, wenn ich in Afrika lebe, weil da geht es mir besser. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass in Portugal zum Beispiel sehr viele Menschen jetzt in die ehemaligen portugiesischen Kolonien ausgewandert sind, oder? Weil erstens mal es wirtschaftlich dort besser geht und zweitens, weil sie ihre Sprache verwenden können. Und das ist natürlich wichtig, wenn ich auswandere. Dann nehme ich natürlich ein Land, wo ich meine Muttersprache verwenden kann und nicht mit Null anfange. Deswegen gehen auch viele Spanier nach Argentinien und nach Mexiko, weil sie dort halt ihre Sprache verwenden können. Und das ist doch erschreckend, ja? Oder dass laut neuesten IHK-Bericht 2 Millionen Spanier eigentlich hilfsbedürftig sind. Ja, und sie vom Roten Kreuz irgendwie mit Speisen geholfen werden muss und so Sachen. Und das ist die EU, die uns eigentlich ein Schlaraffenland versprochen hat, wo uns alles gut geht und wo wir im Wohlstand leben werden. Es ist doch genau das Gegenteil passiert. Und die Länder, die eben nicht in der EU sind und nicht den Euro haben, denen geht's gut. Und die in dieser Gefangenschaft sind, denen geht es verdammt schlecht und es wird ihnen noch viel schlechter gehen. Das Interessante ist von wegen Lebensmittelprogramme. Die EU hat auch einen Sozialfonds und da würde sie noch stärker darauf setzen, über einen Sozialfonds auch Lebensmittelhilfe zu machen. Gleichzeitig machen die zwei Verordnungen, einmal mit 2011-385 CED und einmal 2011-276 CED, falls die Staaten nämlich die Auflagen der Wirtschaftsregierung, ob es das Stabilitäts- und Wachstumsfaktor-Ungleichgewichtsverfahren oder haushaltsmäßige Überwachung ist, nicht befolgen, will man dann bei bestimmten EU-Subventionen kürzen können oder streichen können. Dazu gehört auch der EU-Sozialfonds. Das heißt, erst sagt man, ja, wir helfen euch und macht einen Teil der Nahrungsmittelversorgung für die Armen davon abhängig. Und dann, wenn sie dann die folgenden Auflagen nicht befolgen, dann streicht man genau dort bei den Subventionen, wo man das Essen von einem Teil der Bevölkerung abhängig gemacht hat. Ja, aber das zeigt doch erstens einmal, dass das volle Absicht ist, die ganze Sache zu zerstören. Ja, die Gesellschaft und die Menschen. Das ist doch kein Unfall oder das ist doch nicht Dummheit, sondern das ist Absicht. Und das Zweite ist, es ist ja ein Skandal, dass man überhaupt die Menschen, dass die so tief gefallen sind, dass man ihnen dauernd Sachen geben muss, damit sie überhaupt überleben, dass sie nicht selber existieren können. Ich meine, das ist doch ein Riesenskandal. Und was mich einfach wundert, oder auch nicht, ist, dass das völlig verschwiegen wird von den Medien. Die tun dauernd so, als wenn die Party noch läuft und wie wenn alles noch wunderbar wäre. Ja,
Und was und sie es tun so, also ich verstehe gar nicht, was die da unten wollen, oder? Und uns geht es doch super und die Merkel die hat die höchsten Zuspruchsraten überhaupt und sie ist mit 97% als CDU-Vorsitzende wieder gewählt worden und die ist ja noch populärer als der Kohl. Ich meine, da fragt man sich, auf welchem Planeten lebe ich eigentlich? Es waren ja gar nicht alle 82 Millionen Deutschen auf dem CDU-Parteitag. Sonst hätten die Prozente vielleicht anders ausgesehen. Ja, ist ja egal. Da sieht man mal, wie völlig verblödet die CDU-Mitglieder sind, ja. Dass sie diese Kuh, die all das eigentlich eingebrockt hat, mit 97, ich weiß nicht was, wählen. Das ist ja wie im Kommunismus. So eine Zustimmung. Ja. Es ist einfach erstaunlich, der Unterschied zwischen der Realität und wie die Realität dargestellt wird. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich habe gelesen, dass es über 1 Million Sanktionen schon bei Hartz IV gegeben hat. Die Taz hat dazu geschrieben, auch verschiedene soziale Verbände haben es deutlich kritisiert. Und da finde ich, diese Armutsgrenze, die scheint sich ja auf das zu beziehen, was die Leute so eigentlich normalerweise an Hartz IV bekommen. Und die scheint überhaupt nicht zu zeigen, also diese relative Armut, wie viele Menschen ganz akut nicht genug zu essen haben, weil sie Sanktionen bekommen. Ja, ich meine, wieso müssen sie denn in den Abfalleimern wühlen oder hinter den Restaurants oder bei den Märkten, wenn die aufräumen, dass die dort Zeug sich holen oder bei diesen ganzen Suppenküchen? Wieso ist denn das alles notwendig? Nicht? Und man darf, es ist ja auch so, über 1 Million Menschen haben ja letztes Jahr den Strom abgestellt gekriegt, weil sie ihre Rechnung nicht mehr zahlen können. Die Wo? sind ja in Deutschland. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, sicher. Darüber habe ich ja geschrieben. Das sind doch alles Sachen, die man gar nicht mitkriegt, weil man es nicht mitkriegen darf, oder? Hey, das dürfen wir nicht erzählen den Leuten. Genauso wie zum Beispiel, dass am Silvester 1200 Fahrzeuge in Frankreich angezündet wurden. Das wird total totgeschwiegen. Das darf man nicht erzählen, dass da ein Haufen Randale war und 1200 Autos in Feuer, in Flammen aufgegangen sind in einer Nacht. Ja? Es wird uns ja so viel verschwiegen, ja? Über was die wirkliche Notlage ist. Nicht? Und das ist, dass ich frage mich, wie lange sich die Leute das noch gefallen lassen, dass sie in so einer Art Illusion leben und sie sogar an diese Illusion glauben. Ja, uns geht es ja noch gut. Das stimmt doch gar nicht. So dreckig, wie es den Deutschen jetzt geht, ist es ihnen noch nie gegangen. Das ist mal eine Tatsache. Außer vielleicht direkt nach dem Krieg. Ja, ich rede ja nicht, ich rede jetzt, sagen wir, seit den 50er Jahren, oder? Wo dann der sogenannte Wirtschaftswunder war. Ja? Deswegen, ich frage mich, was noch alles passieren muss. Nur, ich kann es erklären. Ich kann es erklären. Das Erste ist, es passiert langsam und deswegen merkt man es nicht. Ne? Und man passt sich immer schön an, wie ich ja vorher erzählt habe. Naja, dann kaufen wir halt nicht den Lachs. Ne? Dann gehen wir halt eine Woche weniger in den Ferien und dann fahren wir das Auto noch ein bisschen länger und so weiter. Da wird überall gespart und dann versucht man diese schleichende Einkommensreduzierung halt irgendwie auszugleichen. Nur, das Ganze ist mittlerweile so runtergefahren, dass ich erlebt habe, dass jede außergewöhnliche Zahlung, die auf einen zukommt, einen völlig aus der Bahn wirft, ja. Ob das eine Autoreparatur ist oder eine Krankheit oder was weiß ich was. Ich meine, ich frage doch die Leute, könnt ihr denn ein halbes Jahr, wenn ihr euren Job verliert, habt ihr genug erspart, um davon zu leben? Ein halbes Jahr? Könnt ihr das? Sicher nicht. Man müsste es aber können. Ich meine, es hat doch keiner einen Groschen auf der Seite für eine Notlage. Oder weniger. Die
Es gibt ja eine Definition von der Weltbank für absolute Armut, aber das kommt mir willkürlich vor oder nur für die ärmsten Länder, die sagen, Weltbank sagt, absolute Armut ist 1,25 Dollar pro Tag oder weniger. Aber das ist doch, was weiß ich, für irgendwo, ja, das ist doch unrealistisch. Ich Ich denke meine, mir. es ist ja auch behauptet worden, in Spanien, kann ich mich erinnern, habe ich schon vor ein paar Jahren, habe ich Werbung gezeigt von Supermärkten, wo sie behauptet haben, man kann mit einem Euro pro Tag, pro Kopf leben. Das ist ja lächerlich, oder? Das hat übrigens die argentinische Präsidentin auch gerade neulich gesagt. Man könnte mit einem Dollar pro Tag leben. Da haben aber alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gelacht, oder? Dann haben sie gesagt, ja, dann soll die mal leben mit dem und uns das mal vormachen, damit wir sehen, wie sie das schaffen will. Ja? Das sind so lächerliche Statistiken, die überhaupt realitätsfremd sind. Ja. Nicht? Und Ich ich denke, wir meine, bräuchten eine Definition für absolute Armut oder dass man es betragsmäßig festlegt, auch das kommt ja viel. immer auf das Land an. Ich meine, schau, man muss ja überlegen, was kosten die Mieten und die Lebensmittel und überhaupt die ganzen Lebenskosten im Verhältnis zum Einkommen. Nicht? Und das muss man immer pro Land sehen, weil das ja unterschiedlich ist oder so. Man kann 500 Euro in Europa ist wenig, aber wenn ich irgendwo anders hingehe, ist es viel. Ja? Also das kommt ja immer darauf an, wo ich bin. Nicht? Aber trotzdem bin ich erstaunt. Ich meine, ich habe mir auch die Häuserpreise angeguckt da im Ruhrgebiet und am Niederrhein. Da kriegst du ein Haus für 100.000 Euro. Das ist ja. In der Schweiz kriegst du nicht einmal eine Garage für dein Auto dafür. Ja. Oder so. Das sind ja Preise, da lache ich ja. Aber trotzdem werden sie diese Objekte nicht los, weil sie sich nicht einmal die Leute zu dem Preis leisten können. Das ist wie in Chicago, wo sie Häuser anbieten für 500 Dollar, nur keiner will sie kaufen. Weil erstens einmal, was willst du mit so einem Schrotthaus und dann die Gegend und all das? Aber sogar für 500 Dollar kriegen sie sie nicht los. Vor 2008 war das noch völlig anders. Das war ein Vielfaches, was Häuser gekostet haben. Sicher. Und das geht erst richtig los, wenn die Leute unter Wasser sind und dann die Ware auf den Markt geschmissen wird und die Zwangsversteigerungen sind. Und das drückt ja dann noch mehr die Preise runter. Nicht? Deswegen, also ich sehe für 2013, und das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt in meinem neuesten Artikel, IKRK warnt vor gewaltsamen Aufständen in Europa. Nicht? Also der Chef vom Roten Kreuz international hat gesagt, dass sie sich jetzt mehr um Europa kümmern müssen, statt irgendwo in der dritten Welt, weil hier jetzt die Not am Mann ist. Ja? Und dass sie ganz klar sehen, dass es zu Aufständen kommen wird, weil die Menschen einfach so schlecht geht, nicht der Magen knurrt, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als vielleicht Läden zu plündern. Und das werden wir dieses Jahr verstärkt erleben. Und nicht ohne Grund hat die Schweizer Armee im September genau diese Sachen geübt. Die Schweizer Armee rüstet sich ganz klar für Unruhen in Europa. Ja, Warum die Schweizer Armee? Die hat es doch am wenigsten nötig. weil die ganzen Flüchtlinge kommen werden. Das ist ja die Manöver, die gefahren werden, sind, dass 2 Millionen zum Beispiel einfach so eine Stampede von Deutschland oder von Frankreich oder Italien, egal, einfach so über die Grenze schwappt, ne? Weil sie Hunger haben. Ja,
Die kommen ja jetzt schon in Massen. Ich meine, in den letzten 2 Jahren sind allein 300.000 Deutsche in die Schweiz gekommen. Ist das nicht albern, wenn sich teilweise rechte Politiker in der Schweiz davor fürchten, dass vor Zuwanderung von weit entfernten Rumänien und in den nahegelegenen Ländern droht viel mehr Armutsflüchtlinge, wenn wir hier einen Sozialstaat nicht retten? Ja, genau. Das Problem ist nicht den Sozialstaat retten, sondern überhaupt das Ganze mit einem Systemwechsel wieder auf. Es nutzt ja nichts, Almosen zu verteilen, sondern man muss ja die Menschen auf die eigenen Füße stellen. Ja? Ich meine, der Sinn eines Staates ist doch nicht, eine Rundumversorgung zu machen, sondern es geht doch darum, dass die Menschen eine Infrastruktur, eine Rahmenbedingungen zu bilden, wo die Menschen selber sich um sich selber kümmern können. Da so muss es sein. Ja. Und die Schweizer Armee hat im September mit ihrem Manöver, hat Stabilo Due geheißen, haben sie diese Flüchtlingsströme, also diese Zurückhaltung der Flüchtlingsströme geübt. Und sie haben gesagt, dass also die Arbeitslosigkeit und Armut ist die größte Bedrohung für die Schweiz. Das haben die gesagt. Das Die Militär. Arbeit in der Schweiz oder in den Ja, in Ländern? Europa, nicht in der Schweiz. Die größte Bedrohung für die Schweiz ist die Arbeitslosigkeit und Armut in Europa. Das ist die größte Bedrohung. Und darauf muss man tun sie sich militärisch vorbereiten. Wenn es dazu schriftliche Fundstellen gibt, würde ich die gerne bei uns verlinken. Naja, habe ich ja. Die sind ja in meinem neuesten Artikel drauf. Okay. Und dann Brüssel reagiert, ne? Brüssel sagt dann, sie verstehen die Ängste der Schweiz nicht. Solche Desaster-Szenarien wolle die EU-Kommission gar nicht kommentieren. Die EU sei und bleibe ein Friedensprojekt. Und als das wurde sie kürzlich auch mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Ja. Also wenn das nicht Realsatire ist, oder? Dazu wüsste ich mehrere Dinge zu sagen. Es gibt Aber das ist ja eine Frechheit. im EU-Vertrag gibt es einen Artikel 222. Da kann man Militär im Innern einsetzen, also innerhalb der EU irgendwo. Können sie auch gemeinsam machen, weil einerseits macht Terroranschlägen, wie dem bei der Begriff ist, ist die Frage. Andererseits auch nach beim vom Menschen verursachten Katastrophen. Und der Begriff ist ein bisschen weiter als was wir im Grundgesetz in Deutschland haben, besonders schwerer Unglücksfall. Also nicht um die Naturkatastrophe, Chemieunglück oder so, von Menschen verursachte Katastrophe. Mich erinnert auch diese Finanzkrise daran, dass ob es das sein könnte, ist noch bisher nie richtig Natürlich. gerichtlich geklärt worden, soweit mir Ja, bekannt ist. natürlich. Ich meine, über Silvester waren in Frankreich 53.000 Polizisten im Einsatz, um diese alljährlich stattfindenden Autoverbrennungen nicht, zu verhindern. Wurden aber trotzdem die meisten überhaupt verbrannt, ne? 1.200 Autos haben sie angezündet. Aber 53.000 Polizisten konnten nicht Silvester feiern. Die waren auf der Straße am Patrouillieren. Und da sieht man mal, was überhaupt los ist. Wie ist denn die Lage in der Schweiz? Was steht denn da den Ärmsten zu? Ich denke an vielleicht ärmere Rentner, Langzeitarbeitslose, nicht Arbeitsfähige. Was bekommen die Menschen da im Gibt in der Verhältnis denn zu? Schweiz, ich habe mir es gerade vorher geholt, 230.000 Sozialhilfeempfänger. Hm. Ja. Und natürlich, das soziale Netz ist in der Schweiz sehr gut ausgebaut. Einerseits, andererseits gibt es diese absolute, jedenfalls massenverbreitende Armut nicht, so wie in der EU. Ja, ich meine, wenn ich höre, 120 Millionen EU-Bürger sind arm, das ist ja ein Schock. Das sind ja 20% mindestens.
Ja. Und dann faselt man uns noch was vor, denn wie toll die EU ist und wie toll der Euro ist, das ist ja nicht zu fassen. Und wie ich vorher sagte, die Länder, die nicht in diesem Gefängnis sind, denen geht es ja gut. Und noch ein gutes Beispiel ist Island. Ich meine, die Isländer sind ja nicht hergegangen, wo sie ihre Bankencrash hatten und Währung. Die sind ja nicht hergegangen und haben gesagt, ja, jetzt retten wir halt die Banken, oder? Die haben gesagt, nix da. Die lassen wir jetzt alle pleite gehen und die dafür verantwortlich sind, die hauen alle ins Gefängnis. Und die Regierung, die das abgesegnet hat, die verschwindet. Die stürzen wir und die kommen vor Gericht. Das hätte man hier auch tun müssen. Ich verstehe nicht, dass warum man für einen lächerlichen Ladendiebstahl, wo man 1 Euro klaut, ja, da wird man richtig drangenommen, aber wenn man Billionen stiehlt, Billionen, nicht Milliarden, da passiert denen nichts. Nichts passiert denen. Ich meine, allein die Geschichte mit dem Libor, dieser ganze Betrug, der ja Billionen gekostet hat, wo sie den Libor-Zinssatz betrogen haben und alle dabei sind. Alle sind sie dabei und haben betrogen. Der Libor-Zinssatz steuert alles. Der steuert jede Hypothek. Der steuert jedes Zinsgeschäft. Da wurden Billionen betrogen. Und was passiert den ganzen Bankern, die das gemacht haben? Nichts. Sie kriegen höchstens eine Buße. Was mir auffällt, ist, wo ich mich frage, ob das Betrug ist. Dafür müsste man ja nachweisen, auch dass jemand lügt oder Dinge verschweigt, um eine ungerechtfertigte Bereicherung für Das jemanden ist zu doch erzielen. bewiesen. Die haben doch die Ja. ganzen Mails, in den Mails steht ja, ist ja nachgewiesen worden, wie sie betrogen haben. Und das ist ja alles öffentlich. Und deswegen wurden sie ja auch zu 1 Milliarden oder hunderte Millionen Bußen verdonnert. Aber es wurde niemand strafrechtlich verfolgt. Das ist das, was mich stört. Ich wollte auf einen ebenfalls sehr großen Fall eingehen, dass man uns erzählt, man will den Euro retten. Und bei dem Gipfel im Juli 2011 haben die Regierungschefs noch gesagt, sie würden alles tun dafür, praktisch für die Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes. Aber bei dem Gipfel vom 24. und 25.03.2011, da sieht man, dass es in Wirklichkeit um die Finanzstabilität des Finanzsektors geht. Da ist es das einzige Mal in der Deutlichkeit gesagt worden. Und ich frage mich, ob dann nicht die Regierungschefs und ihre Finanzminister und Wirtschaftsminister betrogen worden sind. Fragt sich nur von wem. Ich glaube nicht, dass die alle von sich aus das ganze Volksvermögen für die Banken verschleudern würden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen bei 17 Staaten. Da scheint doch zumindest ein Teil von ihnen reingelegt worden zu sein. Was du dir nicht vorstellen kannst, spielt doch keine Rolle. Also, das darf doch nicht, man kann ja nicht sagen, ja, ich kann mir das nicht vorstellen und deswegen kann es nicht sein. Kann schon sein, aber 17 ist unwahrscheinlicher als einer oder zwei. Ja, aber man darf ja nicht vergessen, die ganzen Affen in den Regierungen, die sind doch alles Marionetten, die sind doch da reingekommen, weil sie irgendeiner, die dahinter stehen, dorthin platziert haben. Die haben doch nur eine Aufgabe, dem Status quo und der Elite zu dienen und nicht der Bevölkerung. Die Bevölkerung ist ja völlig scheißegal. Ja, die haben nur, die sind dazu da, uns das zu erzählen und hintenrum was anderes zu machen. Das ist das, was ihre Aufgabe ist. Ja. Das sind doch Schauspieler, die spielen den Kanzler oder den Präsidenten oder den was immer. Ja, das ist doch, ich kenne sie doch. Die haben doch nichts zu sagen. Ich habe es mir noch nicht für allen 17 Staaten angeguckt. Das musst du ja gar nicht für alle 17. Das reicht ja, wenn die wichtigsten
Und dann der Rest, der wird dann mit Druck überzeugt, ne? Die werden dann so lange bearbeitet, bis sie. Und das Interessante ist, dass diese ganzen Entscheidungen immer um 3 und 4 Uhr in der Nacht dann stattfinden, wo man ja weiß, dass dort der Mensch am schwächsten ist, also am müdesten ist und so. Und dann wird dann, oh, jetzt haben wir eine Einigung getroffen. Boom, jetzt fahren wir nach Hause. Oder? Das ist doch alles Psychologie auch, ja. Außerdem, was interessiert die das? In 4 Jahren bin ich eh weg, dann nach mir die Sintflut, ist mir doch wurscht. Ich wollte noch was, zwei Sachen zur Armut sagen. Einmal, wir sind ja selber am 21.11. auch in Den Haag gewesen, weil wir gesehen haben, das mit den Auflagen gegen das griechische Gesundheitswesen, da muss man gegen vorgehen, wo sie das griechische Gesundheitswesen kaputt machen. Und da haben wir mit Unterstützung einer griechischen Journalistin ist uns haben wir eine Studie bekommen im Internet, sie veröffentlicht aus 2011, wo die 2009 Versuch gemacht haben, nach griechischen Lebenshaltungskosten eine absolute Armutsgrenze zu definieren, wo die gesagt haben, gut, jeder Mensch, der braucht Ernährung, der braucht Wohnung, der braucht Kleidung, der braucht ein gewisses Maß an Transport. Und daran haben die eine absolute Armutsgrenze festgelegt und dann eben für eine Person, zwei Personen mit Kindern, mit abbezahltem Haus oder eben mit noch nicht abbezahlten Untermiete. Und wenn ich das jetzt sehe und das vergleiche mit dem, wo sie auch die hohen Zuzahlungen im Gesundheitswesen eingeführt haben, dass immer weniger Leute sich diese Grundbedürfnisse leisten können, weil jetzt plötzlich auch noch Selbstzahlung für Medikamenten und Behandlung dazu kommt. Wenn ich jetzt sehe, dass Fokus berichtet, wie du zitiert hast, dass die Bundesregierung nachdenkt, nach der Bundestagswahl in Deutschland die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel auf 19% zu erhöhen und die Steuerzuschüsse zur gesetzlichen Krankenversicherung zu senken, da befürchte ich einen ähnlichen Zangengriff wie in Griechenland. Natürlich. Das, was wir ja jetzt erleben, ist ja, also was Deutschland betrifft, wie immer, dass sie halt, die haben alle Pläne in den Schubladen, die wissen ganz genau, was sie machen müssen. Und was sie machen müssen, ist den Leuten mehr Geld aus der Tasche ziehen. Das können sie aber jetzt nicht, bis September nicht machen oder nicht erzählen, ne? Weil das passt ja nicht wegen der Wähler. Aber eins kann ich euch sagen. Nach der Herbstwahl, da geht es aber richtig rund. Dann wird richtig alles losgelassen an Steuern. Man darf ja nicht vergessen, auch Deutschland ist völlig pleite. Ich meine, ich finde es immer lustig, wie Deutschland steht gut da. Das ist doch nicht wahr. Wo steht Deutschland gut da? Wo? Bei der Das ist ja nur Schuldenquote, alles relativ, ja. ja, bei der Schuldenquote im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Weil wenn die Wirtschaftsleistung mal zurückgeht, dann ist plötzlich die Schuldenquote wesentlich höher. Aber sie geht ja massiv zurück. Ich meine, die ganze Autoindustrie ist am Zusammenbrechen. Überall, wo man hinguckt, heißt es nur noch minus 10, minus 15% Verkaufszahlen. Ja? Und in Nachbar-EU-Ländern sowieso. Ich meine, in Italien und in Spanien und Portugal werden ja die Anzahl Zulassungen an Autos, die sind wie in den 70er Jahren. Wir sind wieder 40 Jahre zurück. Die können keine Autos mehr sich leisten. Und was nutzt denn, wenn Deutschland Exportweltmeister ist, wenn die ganzen Leute nichts mehr kaufen können? Was wollen sie machen mit dem ganzen Schrott, den sie da produzieren? In Iran exportieren. Läuft ja eh schon alles auf Halde. Ja, das ist ja das. Dann kommt noch dazu, dass sie sich, weil sie Ami-hörig sind, auch noch diese Sanktionen befolgen, ja, und sich selber den Ast abschneiden, auf dem sie hocken. Also ich kann nun, ich meine, der iranische Botschafter hat zu mir gesagt, er kann nur den Kopf schütteln, wie blöd wir sind. Ich meine, die Schweiz verliert allein über 3 Milliarden an Geschäft, weil sie die Sanktionen einhalten. Und ich kann mir vorstellen, Deutschland wird es das Zehnfache sein. 30 Milliarden an Geschäften, die dadurch verloren gehen für und so weiter.
Wegen diesen idiotischen Sanktionen, die sowieso auf einer Lüge basieren, wegen einem angeblichen Atomprogramm, ja. Ich meine, das erzählen sie ja schon seit 30 Jahren und sagen, ja, aber nächstes Jahr haben sie dann eine Atombombe. Und wenn dann das Jahr rum ist, heißt ja, aber nächstes Jahr haben sie dann eine. Und das erzählen sie uns schon seit 25 Jahren, jedes Jahr. Ich meine, da muss doch jedem mal aufgehen, sag mal, hört doch auf zu lügen dauernd. Ja, vielleicht machen ja hier in Europa dieses Jahr mal ein paar Stellen auf und merken, dass es noch was anderes außer Banken gibt. Das Und das. Problem, das ich sehe, ist, dass wenn die Leute aufwachen, dann fallen sie von einem Extrem ins andere, oder? Ich meine, sie sind entweder die totalen Schlafschafe, die nichts tun, die ihren Arsch nicht bewegen, obwohl man sie da rüttelt und schüttelt und sagt, guck, 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 siehst du das, guck, was jetzt passiert. Nö, interessiert mich nicht. Oder sie fallen dann, wenn sie Hunger haben, nicht? Fallen sie von einem Extrem ins andere und dann gehen sie los. Dann fangen sie an plündern. Und dann zünden sie alles an. Nicht? Das läuft von einem Extrem ins andere. Es gibt keinen Mittelweg. Ne? Da kann man denen noch so viel sagen. Ja, hättest halt vorher was gemacht. Ne? Da müssten wir jetzt nicht da und so weiter. Ja? Ich kann euch eins sagen: Wenn der Hunger nagt, da sind die Menschen zu allem fähig. Ich sehe mehrere Möglichkeiten, aber dafür muss dann natürlich auch die Politik die Signale hören. Es gibt verschiedene Verfassungsklagen, die in Karlsruhe anhängig sind, in Deutschland beim Verfassungsgericht. Es gibt Strafanzeigen wegen der Zerstörung vor allem des Gesundheitswesens, aber auch wegen der Ernährungskrise in Griechenland. Und Deutschland wird dieses Jahr vom UNO-Menschenrechtsrat auf Herz und Nieren geprüft bezüglich aller Menschenrechte der UNO, vom bürgerlichen bis zu sozialen. Und da sind auch einige soziale Verbände, die eben auch eine Menge Dinge, was jetzt schon sozial los ist in Deutschland, geltend machen. Aber leider scheint diese Überprüfung noch vor der Bundestagswahl stattzufinden, sind jetzt die Einreichung der Parallelberichte. Ja gut, ich meine, das sind alles die Sachen, auf die ihr spezialisiert hin von der juristischen Seite her. Ja. Was mich ja mehr beschäftigt, ist, was ich sehe in der realen Welt, was es für Auswirkungen hat, oder? Dafür habe ich ein Auge. Wenn ich dann rumlaufe und sehe, dass zum Beispiel in Argentinien, ja, der Mittelstand sowas von zusammengestaucht wurde und sowas ausgeraubt wurde, dass die noch was haben, die noch so ein kleines Häuschen haben, die haben sich total verbarrikadiert. Die sehen aus wie Gefängnisse. Da sind Stahlgitter überall. Und das heißt also, dass wir auch hier eine völlig auf den Kopf gestellte Situation haben. Die braven Menschen hocken im Gefängnis und die Kriminellen laufen draußen frei rum, ja? Weil die haben ja völlig Angst wegen Einbrüche und andererseits die Leute, die nichts haben, die müssen halt dann einbrechen gehen. Ja, das ist halt so. Das wird hier genauso sein. Wenn ich nichts mehr zu fressen habe, und was will ich denn dann machen? Dann muss ich ja irgendwo einbrechen, um irgendwas zu holen. Ja? Ich meine, ich habe das ja gesehen, wo ich im Balkan war nach dem Krieg. Da wurde ja diese ganzen Häuser, die leer standen, von den Nachbarn, die geflüchtet sind, da haben die jedes Kupferkabel, jede Kachel und Leitung aus den Häusern rausgerissen, die Fensterrahmen, alles, damit die irgendwie überleben konnten. Das heißt, im Balkan war der Schaden gar nicht so groß durch den Krieg selber, sondern nach dem Krieg durch die Kannibalisierung der ganzen Infrastruktur durch die Bevölkerung, damit sie überleben konnten. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, die haben zum Beispiel den Eisenbahnlinien, haben sie die ganzen Oberleitungen runtergerissen und aus Kupfer verkauft und so weiter und so weiter, damit sie was zu essen hatten. Und das ist dann das, was ich sage. Wenn die Not ist, dann ist der Mensch zu allem fähig.
Und ich verstehe nicht, warum es erst so weit kommen muss, damit was passiert. Ja. Ja, die Frage, vielleicht hören ja auch mal ein paar Leute aus Karlsruhe zu oder vom UNO-Menschenrechtsrat diese Sendung oder auch in Den Haag. Vielleicht bekommen sie ja etwas mit und sei es über ihre Träume. Ja, ich meine, du gehst aber davon aus, dass diese Gerichte, dass die irgendwas bewirken. Es ist unterschiedlich. Ich glaube, die haben mehr Angst vor ihrer eigenen Courage und haben Angst, ob sie von der Elite geliebt werden. Wirklich? Man fühlt sich selber gerne elitär und wollen aber trotzdem ihre Aufgabe korrekt machen und sind da in einem ziemlichen Spannungsverhältnis. Ja, ich meine, man sieht doch an den ganzen Urteilen, die bisher gelaufen sind, dass die ja eigentlich immer nur im Endeffekt auf eine Bestätigung von dem ist, was eh von den Regierungen gewollt wird, außer so ein paar kosmetische Einschränkungen, ja, um die Form zu wahren, oder? Um das Gesicht zu wahren. Ja, aber okay, ihr dürft das ganze ESM-Zeug machen, aber es muss immer das Parlament gefragt werden. Also wie wenn das irgendwas verhindert, das sind ja alles Kopfnicker. Es gab eine Bundestagsdrucksache 17.8731, kann jeder nachlesen. Es sind zwar 736 Seiten, aber spannend ist das der Abschnitt Memorandum of Understanding. Da sind die Auflagen für Griechenland. Und das haben die Bundestagsabgeordneten alle zu lesen bekommen, soweit ich mich in dem Februar. Der Text war vom 24. Februar 2012, und hätten sie die Auflagen gelesen, hätte selbst deutsche Bundestagsabgeordnete merken müssen, dass das mit dem griechischen Gesundheitswesen so nicht ganz gut gehen konnte. Ja. So viel zum Thema, das reichen würde, wenn die Abgeordneten sich das anschauen. Die geben ja zu, dass sie keine Gesetze lesen. Meinst du, wir haben Zeit, Gesetze zu lesen? Das haben sie mir selber erzählt. Wir haben doch keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr stimmt ja darüber ab. Könnten viele Griechen leben noch? Viele griechische Patienten könnten leben, hätten die Bundestagsabgeordneten das gelesen. Auch wenn die den Mist nicht entworfen haben, aber hätten es verhindern können, sie hätten es publik machen Ja, können. ja. Ich meine, übrigens diese 50 Milliarden Euro, die ja Griechenland da irgendwie gerade gekriegt hat, oder? Die sind schon völlig verpufft. Denn die griechischen Banken, oder, brauchen sofort, demnächst, 55 Milliarden Euro. Und wenn die nicht kommen, das heißt, die Deutschen werden demnächst wieder zahlen müssen. Das wird ein endloser Bailout werden für Griechenland. Endlos. Die werden alle paar Monate, wird der Bundestag immer wieder neue Bailouts genehmigen müssen. Das hört ja nicht auf. Ich denke, wir Das brauchen eine ist. weltweite Lösung, wie man mit solchen Schuldenkrisen umgeht. Und die Troika, die gehört rausgeworfen. Ja, ich meine, die können sich zu Tode sparen und die werden nichts verbessern dort, oder? Ich meine, wie ich vorher sagte, Griechenland, die griechische Regierung kann jetzt diese Auflagen nur noch deshalb erfüllen, weil sie einfach sich weigern, die Rechnungen zu zahlen. Ich meine, was ist denn, das heißt, das wird ja bedeuten, der Staat funktioniert nicht mehr, wenn sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Ja. Ja. Tja. Ich meine, wer liefert denn dann noch was oder wer arbeitet noch dann? Ich hab gelesen, die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst, die erhoffen sich für dieses Jahr zum Teil eine Lohnerhöhung von über 6% und kriegen überhaupt nicht mit, was zurzeit los ist. Das ist echt heftig. Wer? Wo? In Deutschland. Gewerkschaften, gibt es die überhaupt noch? Ja, sie hoffen sich 6% Lohnerhöhung. Ich bin mal gespannt. Vielleicht bewirken die ein Wunder. Das ist doch lächerlich, als wie wenn es noch Gewerkschaften gäbe. Aber Das. wo sind sie gewesen, als die Euro-Rettung schon beschlossen wurde? Wo sind sie überhaupt schon seit 20 Jahren? Gibt es doch gar nicht mehr. Das ist irgendwie, die sind doch alle korrupt und gekauft und kann man vergessen, ja.
kann das. Meine, allein was ich höre wegen Opel, oder? Ich meine, die Gewerkschaft, was sie da in Bochum wegen Opel da rausgelassen hat, da habe ich mich gefragt, sag mal, auf welcher Seite sind die überhaupt? Arbeiten die für GM oder was? Und so weiter. Na, ich meine, diese ganze Griechenland-Geschichte und alles, das ist doch, das geht endlos weiter und Italien genauso und Spanien und Portugal und Irland und Frankreich ist doch genauso dran, ja. Ich meine, die Lachnummer für mich ist ja, dass der Putin jetzt dem Gérard Depardieu den russischen Pass gegeben hat. Der ist jetzt Russe. Hat er persönlich unterschrieben. Das ist ja der Hammer, oder? War Gérard Depardieu nicht auch schon mal, oder verwechsel ich das, von Frankreich nach Belgien gezogen, in der Hoffnung, schon Ja, dort weniger Steuern zahlen zu müssen? aber jetzt hat er von Russland den Pass gekriegt. Jetzt ist er Ja. russischer Staatsbürger. Ich Gut, dass meine, ich in der Schule etwas Russisch gelernt habe. für mich ist das sowieso eine ganze Lachnummer, oder? Dass China als kommunistisches Land den Westen retten muss, oder? Ich meine, alle pilgern nach Peking, ne? Diese Merkel ja auch. Könnt ihr uns nicht aus der Patsche helfen? Ich meine, das ist ja wirklich Satire, oder? Die Ironie überhaupt, dass das kommunistische Land da China und der Erzfeind Russland, dass der uns retten muss. Es ist nicht Ja. zu fassen. Vielleicht werden sie dadurch friedlicher. Im Ich Westen, meine, meine ich. das Ich ist. würde gerne danach zum nächsten Thema Ja, kommen. ja, ja. In der Situation in Spanien. Ich werde da gleich noch ein paar einführende Worte zu sagen. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Teilnahme an der Sendung. Und dann kommt jetzt noch etwas Musik und danach mache ich noch eine Ansage und dann spielen wir den Beitrag zur humanitären Lage in Spanien. Herzlichen Dank. Okay. We should be lovers. Tell me what kind of lovers we would be. Finally, we should never talk together. In spite of all the sadness of my tears, my heart resists itself. As a storm which has become a window, you've hurt me like no one did before. Think I need some compassion. I drop my own competition. By the way, you were a great opponent. We probably met a few times later, but it surely make us stronger. Face to face with life, don't you see? All this time I was waiting for your need, for your need. This is a thing like you. Something strong is pouring, it's bleeding into my veins. See, we're back to the beginning. It's just a vicious circle we build here. Don't be afraid to see me while they're crying at the price we have to pay for. Break it is Saturday.
Hier ist der dritte Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Heute ist der 3. Januar 2013. Ja, die Lage in Spanien war uns doch eine Zeit lang ein Rätsel, weil in Spanien sind schon in 2010 heftigste Sozialkürzungen gemacht worden. Zum Beispiel, das war wahrscheinlich das heftigste, hat man das Geld für Langzeitarbeitslose, was bei uns Hartz IV ist, in Spanien einfach ganz gestrichen. Zur gleichen Zeit gab es einen Fluglotsenstreik, da hat man dann Militär eingesetzt, um den Fluglotsenstreik zu unterdrücken, wo man sich fragen kann, ob das eigentliche Thema nicht die Streichung des spanischen Geldes für Langzeitarbeitslose ist. Und wir haben lange gerätselt, ob das nicht auch Hunger verursacht, ob der spanische Staat, die spanischen NGOs das überhaupt auffangen können. Dann hatten wir 2011 war es ein Interview gemacht mit einem spanischen Aktivisten von Democracia Realia, so ähnlich wie er später in der Wall Street Occupy kennengelernt hat. Und er konnte uns soweit beruhigen, dass der Ausnahmezustand mit dem Militär in Spanien wieder aufgehoben worden war. In 2012 sind wir dann durch einen Artikel in der Taz aufmerksam geworden auf eine ganze Artikelserie in der New York Times, wo der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman über die Armut in Spanien schreibt. Und da gibt es eine Studie von Caritas Spanien. Und in einem der Artikel von der New York Times stand auch, oder stand es in der Pressemitteilung von der Caritas Spanien, dass über 700.000 Menschen, also jetzt 2012 in Spanien, Lebensmittelhilfe allein durch die Caritas bekommen. Und das Rote Kreuz hat laut Taz, und das ist auch auf der Webseite beim Roten Kreuz in Spanien auch zu sehen, um Hilfe für 300.000 Menschen gebeten. Wobei nicht ganz klar ist, ob es da jeweils immer um Lebensmittel geht oder vielleicht auch um Medikamente. Darum haben wir angefragt, wir haben uns auch die Studie angesehen von Caritas Spanien zur Armut in Spanien, haben wir bei Caritas Europa angefragt und wir haben es geschafft, direkt ein Interview zu bekommen mit Herrn Jorge Nuño Meyer, dem Generalsekretär von Caritas Europa, dem Dachverband von 49 nationalen Caritas-Organisationen. Und er hat uns genauer erklärt, wie es in Spanien zu solch einer Armut gekommen ist, obwohl man die gar nicht in entsprechenden Auflagen der Troika findet. Spanien hat ja relativ spät erst sich Geld von EFSF geliehen und Auflagen der Troika bekommen. Und die heftigsten Sozialkürzungen sind ja einem Anschein nach vorher schon gewesen. Und ja,
hat uns umfangreich die Lage in Spanien erläutert und auch seine Vorstellung, wie man mit der Krise fairer und menschlicher und gerechter umgehen kann. Bitte um Einspielung des Beitrags. Heute ist Donnerstag, der 20. Dezember 2012. Hier ist unser Politikblock für mit der Sendung Macht und Menschenrechte für Jungle Drum Radio. Dies ist eine Aufzeichnung. Wir werden dieses Video bringen auf unser Politikblog, auf unseren Videokanal und auch in der nächst erreichbaren Sendung im Januar bei Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Heute haben wir die Ehre zu sprechen mit Herrn Roger Nuño Maia, dem Generalsekretär von Caritas Europa. Herzlichen Dank, dass Sie jetzt in der Weihnachtszeit Zeit gefunden haben für dieses Interview. Ja, ich danke Ihnen, Herr Heusing, für dieses Interview. Es ist immer wichtig, mit allen Menschen auch zu kommunizieren, zu erklären, was Caritas Arbeit ist. Und nicht, es geht uns nicht um unsere Arbeit, sondern es geht uns um die Menschen, die heutzutage leiden, von Armut betroffen sind. Also vielen Dank auch, dass Sie Ihr Politikblog uns zur Verfügung zu stellen, um unsere Message den Menschen auch in ihrer Umgebung weiterzubringen. Sie haben eine Presseerklärung veröffentlicht, beziehungsweise Caritas Spanien, dass 11 Millionen Menschen in Spanien von Armut gefährdet sind. Bezieht sich das auf die absolute Armutsgrenze? Da ist ein Betrag von 7.800 bis 8.000 € im Jahr genannt als absolute Armutsgrenze. Caritas Europa als allererstes, um Ihre Hörerschaft zu erklären. Caritas Europa ist das Netzwerk von 49 Caritas-Organisationen von Aserbaidschan bis Island, von Norwegen bis Griechenland. Wir machen derzeit eine Studie, wir führen eine Studie durch, die wird demnächst veröffentlicht, Ende Januar, Anfang Februar, über wie die Krise die Armut größer macht, verstärkt, besonders in den Ländern, die mehr von dieser Krise und von den Sparmaßnahmen betroffen sind, nämlich Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und Irland. Der Fall Spaniens, der ist besonders bemerkenswert, weil Spanien noch Anfang 2008 unter 8% Arbeitslosigkeit hatte. Mittlerweile ist Spanien mit über 26% Arbeitslosigkeit, über 52% Jugendarbeitslosigkeit, über 10% Langzeitarbeitslosigkeit in einer extrem kritischen Situation. Wir müssen auch bedenken, dass ungefähr 700.000 Familien überhaupt kein Einkommen haben. Diese Menschen, die überhaupt kein Einkommen haben, sogar keine Sozialhilfe, die klopfen zurzeit an Caritas Türen, an die Pfarreien, müssen sich beschämend an die Schlange stehen vor der Pfarrei, um Nahrungsmittel zu bekommen. Und das ist natürlich sehr gravierend. Wir haben Situationen von Kinderunterernährung in Spanien. Spanien, ein Land, das bis vor kurzem noch als reich gegolten hat, und plötzlich finden wir solche Situationen wieder. 2010 gab es einen Fluglotsenstreik. Zu der Zeit wurde ein Ausnahmezustand ausgerufen, dass die Armee diese Streiks behindern wollte. Aber interessanterweise zur gleichen Zeit wollte man das Geld für Langzeitarbeitslose streichen. Von einem Vertreter von Democracia Realia, also ähnlich wie Occupy, nur in Spanien, habe ich gehört, dass der Ausnahmezustand Gott sei Dank im Anfang 2011 wieder aufgehoben wurde. Aber was ist aus dem Geld für die Langzeitarbeitslosen geworden? Leider ist dieses Geld gestrichen worden, und tatsächlich kann man sich überlegen, warum plötzlich so ein Ausnahmezustand, und die Medien
sich mit den Streik von Fluglotsen mehr beschäftigen. Etwas, was natürlich alle Urlauber betrifft. Das ist schlimm, das ist schade, aber ein Langzeitarbeitslosengeld, was Hunderttausende von Menschen betrifft, das hat sich nicht in den Medien wiedergefunden, nicht wiedergespiegelt, und da kann man sich überlegen, ob nicht etwas dahinter steht. Aber tatsächlich ist dieses Arbeitslosengeld gestrichen worden für Langzeitarbeitslose. Das verstärkt ja nur die Situation der Armut. Spanien muss leider diese Sparmaßnahmen einführen. Leider werden aber die Sparmaßnahmen unseres Erachtens nicht mit den adäquaten Prioritäten eingeführt. Das heißt, die Sparmaßnahmen betreffen hauptsächlich die ärmsten Schichten in der Bevölkerung, eine Mittelschicht, die immer ärmer wird, die immer mehr ausgesetzt wird einer Unsicherheit, die sie bis vor 3 Jahren noch überhaupt nicht kannte. Gibt es Schätzungen, wie viele Menschen in Spanien hungern? Viele werden ja aufgefangen durch die Caritas oder durch das Rote Kreuz. Ja, genau. Viele werden aufgefangen durch die Caritas, durch das Rote Kreuz. Ein Hungern, wie wir das in der Sahelregion in Afrika vorfinden, das gibt es Gott sei Dank nicht. Da muss man doch unterscheiden, aber wir finden doch Situationen, wo Kinder am Morgen in der Schule von der Schulbank fallen, weil sie nicht gefrühstückt haben, aber auch am Vortag nicht genug gegessen haben. Und die klappen dann einfach zusammen. Diese Situation, die werden von Karin. Kleinen Moment. Ich habe im Moment keinen Ton. Kleinen Moment. Caritas aufgefangen, aber Caritas ist ja auch nur, wie gesagt, kann Caritas auch nur begrenzt helfen. Wir finden Situationen wieder, stellen Sie sich vor, dass ein älterer Mensch in Spanien eine Rente, Maximalrente von 600 Euro kriegt. Sehr oft ist diese einzelne Rente dann von der Oma zuständig, um 3 Generationen zu ernähren, weil die Kinder von dieser Oma, also die Eltern der Kinder, die haben keine Einkünfte, keine Arbeit, und die Oma muss dann mit ihren 600 Euro ihre Kosten und eine ganze 3-Generationen-Familie durchernähren. Leider ist das nicht, sind das nicht Einzelfälle, das häuft sich mehr und mehr. Und als Caritas wollen wir dann auch immer den Staat daran erinnern, dass er eigentlich die Verantwortung hat und nicht die Caritas, nicht die Kirche, die Menschen zu ernähren. Es ist Aufgabe des Staates, sich um die Menschen zu kümmern und eine adäquate Gleichheit, eine adäquate Würde der Menschen abzusichern. Und leider geht das heutzutage mehr und mehr abhanden. Das erinnert mich an Magdalena Sepulveda, die ist unabhängige Expertin vom UNO-Menschenrechtsrat für extreme Armut, hat 2011 Irland besucht und hat das Gleiche gesagt, dass die Hilfsorganisationen nicht dafür da sind, die Grundsicherung zum Lebensunterhalt zu ersetzen, sondern eben als Ergänzung, aber nicht um den Staat zu ersetzen dafür. Genau. Ich meine, die Nächstenliebe der Christen, die in Deutschland die Caritas, die Diakonie und andere Organisationen vertreten, die ist natürlich schön und gut. Nächstenliebe ist immer nötig, aber was von Rechten zusteht, das sollte man nicht durch Wohlfahrt ersetzen. Und ich denke, hier ist dem Staat, ist auch der Europäischen Union, der eigentliche Sinn und Zweck des Staates, nämlich den Menschen zu dienen, ist abhanden gekommen. Wir finden, wie die Staaten, wie die Europäische Union Prioritäten setzt in der Praxis, um ein Finanzsystem zu retten, aber mit einer Akzeptanz der kollateralen Effekte, dass mehr Armut ist. Für Caritas sind das keine kollateralen Effekte, für Caritas sind das
direkte Konsequenzen von politischen Entscheidungen. Und da müssen wir immer wieder daran erinnern, die Politik ist dazu da, den Menschen zu dienen und den Menschen auch eine Zukunft zu bringen. Bei diesen Sparmaßnahmen und diese politischen Entscheidungen müssen wir denken, dass damit eine erhöhte strukturelle Armut geschaffen wird. Es geht nicht nur jetzt, dass heute Kinder von der Schulbank fallen oder dass es hört sich ja ganz nett an, dass die Oma mit ihren 600 Euro drei Generationen ernährt. Aber diese Entscheidungen, die schaffen eine langfristige Armut, weil wenn im besten Falle in 2 Jahren wieder mehr investiert wird von Seiten des Staates in Sozialsicherung, in Erziehung, in Gesundheit, dann finden wir aber Menschen, die nicht mehr zurückzubringen sind in das System, in das Arbeitssystem. Wir finden Kinder, die nicht mehr zurückzubringen sind in die Schule, in das Erziehungssystem. Wir finden eine ganze Generation, die wir als verloren bezeichnen können. Und das wird sehr langwierige Konsequenzen haben. Jetzt gibt es ja zum Beispiel einen UNO-Sozialpakt, wo es ein Menschenrecht auf Bildung gibt, ein Menschenrecht auf soziale Sicherheit, bei Gesundheit sogar auf ein Höchstmaß, ein Recht auf Nahrung. Aber die Gläubiger haben ja auch ein Recht auf Eigentum, die Spanien Geld geliehen haben. Wie kann man da das richtige Maß finden? Ja, meine Frage ist, wer denn, wofür der Staat zu sorgen hat und welche Rechte einen Vorrang haben. Leider finden wir Situationen wie in Irland, auch in Griechenland, wo die Rechte der Gläubiger über die Rechte der Menschen auf Nahrung, auf Wohnung. Es gibt ja jetzt, sicher haben Sie im deutschen Fernsehen auch oft gesehen, über die Zwangsräumungen in Spanien, die Rechte auf Wohnung, die Rechte auf Gesundheit. Es scheinen die Rechte der Gläubiger darüber zu liegen. Und ich meine, wenn jemand in einer Bank investiert, wenn jemand Finanzgeschäfte machen will, dann ist das schön und gut. Nur tragen solche Mitbürger dann auch ein Risiko. Und dass es dazu führt, wie im Jahr 2000 Herr Ackermann von der Deutschen Bank sagte, dass der Staat dann die Schulden der Banken sozialisieren muss, das finde ich doch ein hartes Stück, weil das bedeutet ja, dass man den Menschen aus den Steuern, aus der Sozialsicherheit etwas wegnehmen kann, eine Grundsubsistenz wegnehmen kann, um Investoren ihr Geld zurückzugeben. Und das ist nicht gerecht. Das ist einfach nicht gerecht. Wir haben uns die Auflagen gegenüber Griechenland ziemlich genau angeschaut. In Irland haben wir auch 2 verschiedene Memorandum of Understanding mit Auflagen angeschaut. Spanien haben wir uns die 2012er Auflagen angeschaut, wo Spanien sich das Geld geliehen hat von EFSF und damit Banken zu rekapitalisieren. Und das ist im Wesentlichen eine Wiederholung, was Spanien schon im Defizitverfahren an Auflagen bekommen hat. Aber diese Auflagen sind, zumindest die aus dem Defizitverfahren, nicht so hart wie das, was wir in Irland oder in Griechenland gefunden haben. Da gibt es für uns nur eine Erklärung. Entweder in älteren Jahren, 2010, 2011, müssen die Auflagen härter gewesen sein, oder die Regierung hat von sich aus so viel gekürzt. Haben Sie darüber Informationen, ob das Auflagen sind, vielleicht aus dem Defizitverfahren von diesem Stabilitäts- und Wachstumspakt wegen zu viel Defizit, oder ob die spanische Regierung das freiwillig macht oder für die Bankenrettung? Warum ist das in Spanien so hart? Wir haben zumindest keine entsprechend harten Auflagen gefunden. Ja, die spanische Regierung, die wollte keinen deutschen Ausdruck nicht, aber kein Programmstaat werden. Das heißt, wollte nicht interveniert werden. Und damit hat dann die spanische Regierung Entscheidungen getroffen, ganz scharfe Sparmaßnahmen einzuführen, bevor externe Auflagen jetzt aufgedrückt werden. Was man allerdings als ein positives Zeichen sehen muss,
ist das bei dem Rettungsschirm, der jetzt für Spanien da ist, dass die Verantwortung vom Staat entkoppelt wird von den Verantwortungen von den Banken. Das heißt, das Geld wird direkt an die Banken gegeben, damit die Banken sich rekapitalisieren, aber der Staat muss diese Verantwortung oder das Risiko nicht tragen, was er im Falle von Irland und von Griechenland dazu geführt hat, dass viel mehr Menschen gelitten haben und unter den Sparmaßnahmen. Das scheint ja eine positive Wende zu sein, wenn das der künftigen Maßnahmen auch so sein wird. Ja, ich denke schon. Also wir dürfen auf alle Fälle bei aller Kritik und gerechtfertigten Kritik auch die Hoffnung nicht verlieren. Und in diesem Sinne arbeiten wir auch bei der Caritas Europa, um den europäischen Institutionen eine gewisse Führungsrolle zuzusprechen, weil die Lösung geht heutzutage nur über Europa. Nur Europa kann uns alle, ganz Europa, aus der Krise leiten. Nur gemeinsam europäische Situationen. Und in dem Sinne ist auch für Caritas Europa sehr wichtig zu sehen, dass auch bei unseren Mitgliedorganisationen, bei der Caritas in Spanien, bei der Caritas in Griechenland, immer wieder an der Hoffnung der Menschen gearbeitet wird. Das ist für uns fast wichtiger als unsere politische Arbeit, weil wir finden in Griechenland, in Spanien hoffnungslose Gesellschaften wieder. Menschen, die alle Hoffnung verloren haben. Es ist dramatisch. Ich weiß nicht, ob Sie oder Ihre Hörer Menschen in Griechenland, in Spanien kennen, aber es ist wirklich dramatisch, wie die Gesellschaft sich dort in wenigen Jahren verändert hat. Und wie eine Hoffnungslosigkeit sich breit gemacht hat. Und das wird dann doch durch Caritas Arbeit, die nicht nur Nahrung verteilt, sondern auch an Beschäftigungsprojekten sich arbeitet, Selbsthilfegruppen gründet, Schuldnerberatung leistet, Familien hilft, eine Wohnung zu finden, ihre Schulden abzubezahlen, versucht Familienkonflikte, die durch dieses enge Miteinander, wo jetzt die Familien aufeinander angewiesen sind, immer wieder spielt Caritas dort eine Rolle auch für die Menschen, den Menschen die Hoffnung zu bringen. Das ist, denke ich, auch jetzt in der Weihnachtszeit wichtig, das nochmal hervorzuheben, jenseits unserer anwaltschaftlichen, politischen Arbeit zur Verteidigung der Menschen, die heutzutage Armut leiden, gerade auch durch die politischen Entscheidungen, die in den letzten Jahren getroffen worden sind. Uns wird noch interessieren, ich habe in der Taz gelesen, dass in Spanien zumindest bei den steuerfinanzierten Leistungen für die Gesundheit, ich nehme an, was Krankenhausfinanzierung angeht, dass da auch erheblich gekürzt werden soll. Wie ist denn die Lage bei der Gesundheitsversorgung in Spanien? Die Lage bei der Gesundheitsversorgung in Spanien verschlechtert sich leider. Spanien hatte bis vor kurzem eines der besten, wenn nicht das beste Gesundheitssystem in Europa. Hatte der ärztliche Zugang war abgesichert für alle Menschen. Bloß weil ein Mensch Mensch ist, hat ein Mensch Anrecht auf einen Arzt. Das heißt auch zum Beispiel Migranten, die in Spanien waren, aber nicht Papiere hatten, die hatten ein Anrecht auf ärztliche Versorgung, wenigstens die grundärztliche Versorgung. Das wurde schon vor einigen Monaten gekürzt. Sogar mit strengen Auflagen für Ärzte, die dennoch ihrer ärztlichen Pflicht gerecht werden und auch Menschen ohne Papiere helfen. Nur wird das jetzt auch, werden Sparmaßnahmen auch im Gesundheitswesen mehr und mehr eingeführt, beziehungsweise es wird auch in der Gesundheit eine sogenannte Privatisierung eingeführt, was dazu führt, dass manche Krankenhäuser,
die jetzt in privaten Händen sind, aber von der öffentlichen Hand finanziert werden, auf eine gewisse Wirtschaftlichkeit schaut, aber nicht im Sinne der Patienten, sondern im Sinne der eigenen Finanzen. Das ist etwas komplex zu erklären, weil das deutsche System eigentlich auf ein privates System der Krankenkassen basiert. In Spanien war das System vollständig öffentlich und eine Veränderung, eine Privatisierung dieses Systems führt nicht zu dem Krankenkassenmodell, der in Deutschland ist, sondern zu einem anderen Verständnis des ganzen Gesundheitswesens. Das macht es in der Praxis schwieriger für Menschen, einen Zugang zum Gesundheitswesen zu finden. Das bedeutet, die Menschen müssen mehr Eigenanteile leisten, und das können sich die Ärmeren nicht leisten, dann bestimmte Behandlungen zu bekommen. Zum Beispiel so, aber auch, dass gewisse ärztliche Leistungen, die vorher noch in Ortschaften bzw. in Stadtteilen gegeben waren, wie Kinderärzte, die werden jetzt verlagert in private Krankenhäuser, und private Krankenhäuser entscheiden dann oft, wie viel sie darin investieren wollen oder nicht. Das heißt, die Finanzierung ist dann nicht bei den als ein Anrecht der Menschen, sondern es ist dann eine Verhandlung mit den privaten Gesundheitsinstitutionen. Wenn unsere Zuhörer den Menschen in Spanien helfen wollen, was können sie tun? Wohin können sie spenden? Wo kann man sich politisch solidarisieren? Gibt es da Kampagnen von Verbänden in Spanien, wo unsere deutschsprachigen Hörer sich solidarisieren können? Ja, also ich denke, das Erste und Wichtigste, gerade bei deutschen Zuhörern, ist, so wie Sie das jetzt auch machen, versuchen zu verstehen, was passiert in Spanien, was geht, was ist da los, welche sind die Hintergründe. Eine spanische Wirtschaft lässt sich nicht so einfach mit einer deutschen Wirtschaft vergleichen, sodass dann auch Entscheidungen, die vielleicht für Deutschland richtig und adäquat sind, aber für Spanien verheerende Konsequenzen haben kann. Das heißt, erstens würde ich raten, sich zu informieren, und sich zu informieren mit einer Offenheit und sich nicht von gewissen Medien verleiten lassen, eine Abwertung der spanischen Gesellschaft pauschal vorzunehmen. Zweitens, wenn Menschen helfen wollen, können Sie sich natürlich gerne an die Caritas in Spanien wenden. Die Webseite caritas.es der spanischen Caritas empfängt gerne Spenden. Ich will auch hier hervorheben, dass es Solidaritätsaktionen, zum Beispiel in Norwegen haben Solidaritätsaktionen mit Spanien stattgefunden, wo norwegische Familien sich organisiert haben, um spanische Familien, die von Zwangsräumungen betroffen sind, zu helfen durch einen monatlichen Beitrag. Dies wird immer wieder in Spanien, auch im spanischen Fernsehen, als ein Beispiel der europäischen Solidarität gezeigt. Und die Spanier sind auch sehr herzlich bedankt gegenüber den Norwegern. Vor 2-3 Jahren wusste kein Spanier, wo Norwegen liegt, aber heutzutage über solche Aktionen sind die Norweger natürlich sehr, sehr beliebt. Wenn auch solche Aktionen in Deutschland gegenüber Spanien stattfinden könnten, das wäre natürlich auch sehr interessant. Also jede Initiative ist immer willkommen, und es gibt natürlich Organisationen ihres Vertrauens, sei es Caritas, sei es Rot Kreuz, sei es andere Einrichtungen, die auch gerne Spenden entgegennehmen, und Spenden, die benutzt werden, nicht nur um den Hunger heute und
die Not heute zu lindern, sondern um auch den Menschen ihre Würde, ihre Dignität und ihre Zukunft zurückzugeben. Sie haben gerade die norwegische Solidaritätsaktion erwähnt. Ich habe in der Jungen Welt gelesen, dass auf dem iberoamerikanischen Gipfel von ganz hoher Stelle von südamerikanischen Regierungschefs auch sogar Solidarität für Spanien gekommen ist. Da, soweit ich mich entsinne, hat der Präsident von Ecuador gesagt, dass da etwas nicht stimmt, wenn in Spanien hunderttausende Wohnungen ohne Menschen sind und hunderttausende Menschen ohne Wohnung. Bekommen Sie in der praktischen Arbeit auch diese Solidarität auch von den lateinamerikanischen Staaten mit und von den Menschen dort? Auf alle Fälle. Für Lateinamerikaner muss man sagen, obwohl die Geschichte der amerikanischen Kolonisierung natürlich wiegt, aber es wiegt im Herzen der Lateinamerikaner auch, was oft die Madre Patria, also das Mutter-Vaterland genannt wird. Und es besteht doch eine emotionale Verbundenheit und von den Lateinamerikanern gegenüber den Spaniern, genau wie es gegenseitig auch so ist, sodass auch Solidarität der Lateinamerikaner gegenüber Spanien stattfindet. Die Solidarität findet hauptsächlich darin statt, dass immer wieder Lateinamerikaner sagen, hört mal, bei uns, wir hatten auch eine große Krise, zum Beispiel in Argentinien vor einigen Jahren. Die war möglicherweise viel schlimmer als in Spanien heutzutage, aber lasst die Hoffnung nicht fallen, rappelt euch zusammen. Heutzutage hat Spanien eine sehr qualifizierte Jugend, die leider auswandert. Wir haben, was wir ein Brain Drain nennen, das heißt, die qualifizierten Kräfte gehen weg, gehen nach Deutschland, gehen in andere europäische Länder, gehen aber auch nach Lateinamerika. Also es gibt schon eine Solidarität von lateinamerikanischer Seite, die wieder zeigt, dass der Unterschied Nord-Süd ein falscher Unterschied ist. Menschen wollen Menschen helfen. Und diese Realität, also diese Solidarität ist da im Süden. Und ich denke, wir müssen vom Süden viel lernen. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Ja, ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, ich wünsche auch Ihnen und all Ihren Zuhörern ein schönes Weihnachtsfest. Guten Abend.